Sonntag, Tipp 34 Donnerstag. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben schon den 32. Spieltag. Also, Endspurt. Und der Slogan heißt heute Alter schützt vor Leistung. Ausgerechnet Claudio Pizarro schießt seine alten Bayern zur 7. Meisterschaft. So gut wie sicher in Folge und trifft den BVB mitten ins Herz. Wir sehen Lucien Favre im Tal der Tränen. Es scheint, als wenn dem BVB am Schluss die Puste ausgeht. Woran liegt das? Das müssen wir besprechen. Auch der anderen Borussia geht es im Moment nicht so gut. Sehen Sie an Wechselbad der Gefühle, auch beim Trainer bei Dieter Hecking. Wieder nicht gut gespielt zu Hause. Immerhin einen Punkt gerettet und einem blauen Auge davongekommen. Was ist in der Rückrunde los mit den Gladbachern? Und wie glücklich dieser Punkt war und wie glücklich er darüber ist, fragen wir ihn einfach mal. Hier ist der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl. Letzten Mal versprochen, es kommt nicht gleich so eine knallerharte Frage. Ne? Ich fange mal ganz vorsichtig an. Wie geht's dir? Gut, ich bin gut angekommen. Obwohl der Flug unruhig war schon wieder. Also ja? Ist doch wieder eine komplizierte Frage. Gut, dann sage ich, wir gucken mal auf den Ausgleich gestern. Wie ging es dir da in dem Moment? Also 2-2, Drimmitsch kam rein. Genau, Josip kam rein und haben uns mit aller Macht gegen was gestemmt, was gestern unmöglich schien. Weil wir haben ja echt gegen einen großen Gegner gespielt und wir haben es nicht gut gemacht. Aber wir haben bis zum Ende dran geglaubt und ich finde, der Ausgleich war richtig gut rausgespielt und ich rede jetzt nicht von verdient, aber wir haben 2-2 gespielt. Ja, es geht, könnte man sagen, ne? Ja, es geht, ja, es geht. Ab und zu, aber ein bisschen zu wenig vielleicht. Das Museum wurde am Freitag, glaube ich, eröffnet. Ja. Viele ehemalige große Spieler von Borussia Mönchengladbach waren auch da. Und Günter Netzer hat Folgendes zu dir oder über deine Person gesagt. Ich habe ihn teilweise kritisch mal gesehen, hat das auch gesagt. Und er hat das sehr sportlich weggesteckt. Aber ich habe einen erstklassigen Eindruck von ihm. Er ist wirklich der Baumeister dieser Mannschaft. Also ist doch schön, wenn er seine Meinung revidiert hat. Weil habt ihr mal gesprochen? Habt ihr euch mal zusammengesetzt? Oder hat er gesagt, du hast es eher sportlich genommen, ja? Ja gut, ich musste ja auch einiges einstecken. Ja. Das ist ja auch okay. Man muss erstmal auch dann Leistung bringen. Das versuche ich jeden Tag. Und ist schön, so ein Lob zu bekommen, gerade von so einer Persönlichkeit natürlich. Wir haben noch nicht intensiv sprechen können, immer mal wieder. Aber man hat am Freitag gemerkt, was für ein großer Club Borussia Mönchengladbach ist. Also als die ganzen großen Stars auf der Bühne standen, ich durfte ja daneben stehen, dann merkt man mal, was für ein großer Club Borussia Mönchengladbach ist. Und es war schon sehr, sehr schön am Freitag. Und Baumeister ist jetzt ein neuer Spitzname. Du erzählst uns nachher, was du alles bauen willst. Und so weiter, Gäste heute Morgen. Unser Sport-1-Experte Stefan Effenberg. Er sagt einen Preis nach dem anderen. So redet die Sportschau. Hier ist Matthias Opfnöbel. Der Sportchef der Welt Süd, Jörg Althoff. Die Stimme kennen Sie in- und auswendig. Ich glaube, er kommentiert fast alles, was man sich vorstellen kann. Tom Bartels. Und unser Sport-1-Experte Reinhold Beckmann. Moin Moin. So, wie immer gibt es schon mal eine kleine Erfrischung. Und wie immer, das betone ich auch gerne an dieser Stelle, alles alkoholfrei. Fangen wir bei Reinhold an. Und hören bei Ruth auf. Guten Morgen, Ruth. Grüß dich. Einen schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, wie konnte es passieren, dass Dortmund dieses Spiel gegen Bremen noch aus der Hand gegeben hat, wo sie doch so überlegen waren in der ersten Halbzeit? Aber das ist fast schon sinnbildlich für diese Saison. Sie waren ja in der Hinrunde auch schon 9 Punkte vor den Bayern, haben dann in der Rückrunde zu viele Schwächen gezeigt, schon 4-mal eine Führung verspielt. Und jetzt müssen sie 4 Punkte in 2 Spielen aufholen. Unsere Frage der Woche: Was fehlt dem BVB im Titelkampf? Sie kennen die Nummer 01379011011. Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und dann können Sie auch mit abstimmen online auf sport1.de/mittendrin. Hat Dortmund die Meisterschaft jetzt hergeschenkt? Und Sie wissen, unser Live-Blog bietet sich immer an, um hier mit zu diskutieren in der Sendung. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind.
Bitte schön. Dankeschön, Ruth. Los geht's mit dem Abendspiel. 70 Minuten war alles wunderbar für Borussia Dortmund. Dann in 5 Minuten, kann man sagen, eigentlich aus die Maus. Dieses Spiel vielleicht ein Spiegelbild der Saison von Borussia Dortmund. Dortmund dusselt sich aus dem Titelrennen und offenbart, dass der BVB einfach noch nicht so weit ist. Meisterschaft ade. Doch diesmal will Favre nicht aufgeben. Wir sind nicht Träumer, aber man weiß nicht. Nach der Derby-Pleite mit einem Punkt Rückstand kapituliert, jetzt 4 Zähler hinten aber ambitioniert. Verzweifelter Optimismus. Dabei war alles greifbar. Dortmund dominant, auch ohne Reus. Hatte das Spiel im Griff und den Traum wieder vor Augen. Der BVB machte Druck auf Werder und auch auf die Bayern. Einfach am Ende, wir kriegen, leider unnötige Tore. Ausgerechnet die konstanten Patzen, Bürkis Bock und Akanjis Aussetzer. Das 2:0 verspielt binnen 5 Minuten. Aus 9 Punkten Vorsprung wurden 4 Zähler Rückstand. Der Titelkampf ist entschieden. Dortmund hat die Schale endgültig verschenkt. Stefan, formulieren wir es mal ein bisschen anders. Was fehlt denn noch? Der BVB. Ja, natürlich die Kontinuität, vor allen Dingen in der Rückrunde, aber auch ein bisschen das Spielglück, was sie nicht hatten in der Rückrunde. Und sie hatten einen Gegner, der immer stärker wurde, der FC Bayern, vor allen Dingen in der Rückrunde. Und dann ist das Ergebnis, dass der FC Bayern das deutsche Meister wird. Und gestern, Reinhold, was war dein Eindruck? 70 Minuten Borussia Dortmund und dann plötzlich durch diesen Fehler von Bürki, den wir sonst gar nicht von ihm kannten, hat eine tolle Saison gespielt bisher, dann kam dieses gute alte Werder-Gehen plötzlich wieder hoch, was in dieser Saison so viele Spiele schon gedreht hat und Werder stark gemacht. Auch so ein Spiel kannst du nicht weggeben. Die hatten es so souverän im Griff, aber ich verstehe dieses neue Nervenflattern bei Borussia Dortmund nicht. Beispielhaft im Derby zu sehen, sie schießen erst ein wunderbares Tor, dieses 1:0 von Götze mit dieser wunderbaren Vorlage von Sancho und dann halten Sie das Spiel nicht fest. Das Selbstvertrauen ist so wackelig, es ist so zerbrechlich alles bei denen. Das war gestern auch nach der 70. dann zu spüren. Werder hatte hinten raus mehr Chancen, noch das 3:2 zu machen, als Borussia Dortmund da noch einen Sieg rauszuholen. Wir haben uns ja alle eigentlich gefreut, Max, oder gedacht, letzter Spieltag, ne? Borussia gegen Borussia bei euch zu Hause. jetzt schaffen Sie es natürlich nicht, sagst du, ne? Na ja, gut, sie haben noch die 2 Spiele und 6 Punkte, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering nach dem gestrigen Spieltag. Trotzdem hoffe ich, dass der letzte Spieltag ein schöner wird, für uns dann halt eher. Ich dachte, du sagst, wir gewinnen sowieso, deswegen schaffen sie keine 6 Punkte. Ne? Das war eigentlich die Intention dabei. Ja, diese Arroganz habe ich nicht. Also wir reden immer noch über eine gute Mannschaft Borussia Dortmund, die ja Nerven hat. Kann ich aus eigener Erfahrung gerade sprechen, wir haben auch gerade ein bisschen Nerven. Und bei Dortmund ist es ein bisschen ähnlich. Ja. Tom, glaubst du noch dran? Nein. Glaube ich nicht. Aber allein deswegen, weil die Bayern. Es hängt von den Bayern ab nächste Woche in Leipzig. Wenn Leipzig den Bayern eine Niederlage zuführt, dann wird es nochmal anders. Und, ja. Ja, gut, aber Dortmund muss auch erstmal gegen Düsseldorf gewinnen. Das sollten sie tun zu Hause. Ja, aber ja? Eigentlich reicht Bayern ja ein Punkt. Ein Punkt, 3 Punkte Vorsprung, Tordifferenz. Da wird nichts mehr schief. Entscheidendes Spiel wird sein Leipzig gegen Bayern. Und ich gehe auch davon aus, dass die Meisterschaft spätestens am nächsten Spieltag entschieden ist. Weil du glaubst, dass Leipzig. Nicht Bayern nicht schlägt. Ja. Erst im Pokalfinale. You never know. Ja. Gut, ich will mal darauf zurückkommen. Was hat denn gefehlt gestern? Ich finde, ich hatte auch den Eindruck, erste Halbzeit war Borussia Dortmund sehr stark. Also vorher hätte ich direkt gesagt, Spielweise. Und dann? 2:2 in Bremen ist jetzt kein schlechtes Ergebnis. Ja? Die Bayern haben da auch ein 2:0 außer Hand gegeben. In der Situation gegeben. Natürlich aber, schon. Ja, nein, klar, aber das ist ein schweres Auswärtsspiel in Bremen. Das ist nicht so leicht, da zu gewinnen. Und Sie müssen es 3:0 machen. Ich glaube, dazu hatten Sie reichlich Möglichkeiten, auch beste Möglichkeiten. Ich weiß jetzt noch nicht, wie Diallo den Ball da vorbei gezaubert hat. Ich habe nur den Ball nicht erreicht hat. Und danach gab es noch 1-2 Chancen. Dann wäre das Spiel mit Sicherheit für Dortmund ausgegangen. Ja, und dann die Fehler, die Sie da gemacht haben, das ist dann gegen Werder Bremen. Kann man sich gegen Werder nicht leisten. Geht nicht. Also es war wirklich die beste Leistung für mich der Dortmunder in der Rückrunde. Das will natürlich jetzt keiner hören. Vor allen Dingen, wenn du mit dem 2:2 dann nach Hause gehst. Ja. Also sie haben wirklich hervorragend gespielt bis zur 70. Reinhold, du hast es gesagt.
hätten eigentlich bis zu dem Zeitpunkt den Sieg verdient gehabt. Aber jetzt ist es vorbei und ich lege mich auch fest, Bayern München wird deutscher Meister. Schauen wir mal in dieses Spiel rein. Gestern fing ja gut an, ne? Muss man ehrlich sagen. Das erste Tor, Reinhold, von Pulisic. Ja, das ist auch wieder so ein Beleg dafür, dass dieses Team spielerische Qualitäten hat. Beispielhaft, wie gesagt, durch dieses tolle Tor auch im Derby. Und jetzt hier nimmt den Ball, sieht einfach, dass es geht. Wäre überhaupt nicht da in dem Moment. Tolles Tor. Schön, ja, super Tor. Spieler, der lange weg war in den letzten Wochen. Vor allen Dingen, er sieht ja, keiner läuft mit. Also er hatte nur die einzige Wahl, sich wirklich da durchzutanken, was er natürlich Weltklasse macht. Aber weder rechts, links kommt einer mit. Und das nimmt er auch Fahrt auf, richtig? Ja, und schließt das richtig gut ab. Tunnel mit 80 km/h, das ist schon nicht schlecht. Ja, ja. Ja. Vor allem 1-gegen-1 gegen Pavlenka. Ne? Das ist eine ganz große Stärke von Pavlenka. Wenn einer allein auf ihn zuläuft, dann ist Pavlenka meistens Sieger. Aber er macht's gut, weil er ihn überrascht. Der hat Werner übrigens auch im Spiel gehalten. Ne? Der hat gute Parade. Ja. Dann die 14. Minute, Mario Götze. Wer hätte von euch eigentlich gedacht, Jörg, dass Mario Götze mal wieder so aufblühen wird? Vor allem auch in der Rückrunde. Naja, spielt er sehr stark. Zu seiner Zeit bei Bayern hat man das nicht gedacht. Dann hat er ja auch eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt mit seiner Krankheit. Aber es ist, also ich finde vorbildlich, wie er sich da wieder rausgekämpft hat und zurück zur, ja, eigentlich zur alten Form gefunden hat. Ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt, nach dem ganzen Verlauf, aber umso bemerkenswerter und bewundernswerter. Ja, für mich ist es aber nicht überraschend, muss ich sagen, weil die Qualität hat er ja definitiv. Ja. Er braucht dieses Vertrauen vom Trainer und wenn er das kriegt, ruft er das halt so ab. Trotzdem ist da eine andere Körperlichkeit unterwegs als vorher. Da ist jemand ganz anders im Saft als in den 2 Jahren davor. Und das ist der Unterschied. Du siehst es ihm an, der kommt viel schlanker, beweglicher daher. Alles ist eleganter, alles ist leichter jetzt in der Rückrunde bei Götze als in der Zeit zuvor. Ja. Da ist der Rucksack weg irgendwie, der vorher. Ja gut, aber das war ja, glaube ich, auch seine Krankheit, ne? Also die Körperlichkeit. Und das spielt dann natürlich im Kopf eine Rolle. Und aber ist eigentlich auch für mich der Spieler der Rückrunde bei Dortmund. Wie siehst du ihn, Max? Mich freut, dass er zurückgekommen ist, weil er, weil er doch wirklich abgeschrieben war. Aber es zeigt eben schon, wir reden wahrscheinlich nachher noch über Nerven. Es ist halt für junge Menschen, das sind halt oftmals junge Menschen, Sie haben es kommentiert, Weltmeister geworden, das Tor geschossen, mit allem mit dabei. Und das ist schon, das zu verkraften, damit klarzukommen, das ist nicht ganz so leicht. Damit hat er zu kämpfen gehabt, dann kommt eine Krankheit dazu. Ich finde das schön, wenn die Jungs wirklich zurückkommen. Und Mario hat es geschafft, ist wieder da. Ja, deswegen loben wir ihn noch zurecht. Dann das 2-0. Der Mann ist ja auch ein Phänomen, ne? Spielt ja gar nicht so viel eigentlich. Hast du auch Freischüsse geschossen eigentlich? Ja, ne? Wenn du nicht wolltest, durfte ich schießen. Ja, so, ich wusste es ja. Und ich wollte ja nie, also hast du immer geschossen. Ja, so. Genau. Der Weg war zu lang nach vorne für dich. Ja, perfekt. So. Springt die Mauer zu früh? Oder ist er einfach so geschossen, dass der Ball hat eine perfekte Flugkurve? Ja? Also ist er fast wie eine Bogenlampe, zieht er den da rein, nicht zu halten. Also perfekt geschossener Freistoß. Kann man eigentlich nur verhindern, wenn man einen auf die Linie stellt, da auf der Seite. Muss man sich gegen Dortmund fast überlegen. Die haben nämlich einige. Ja? Dann ist es zwar im Strafraum voll, aber wenn man die so schießen kann. Aber auf die Idee kommt, glaube ich, keiner mehr. Marco Reus hat ja gezeigt, auf der Bank, genau so hat es ja angekündigt. Die beiden haben sich das schön irgendwie beim Training, glaube ich, abgeguckt. Also es ist genau die exakte Flugkurve gewesen. Ich glaube, man muss neu diskutieren, Mauerbildung. Am Mittwoch beispielhaft bei dem Messi-Tor aus 30 Metern. Was bringt an manchen Stellen eine Mauer, wenn sie dann auch nicht richtig steht? In diesem Fall stand sie richtig. Die Energie des Balles war fantastisch, fällt hinten tot runter und das Ding kannst du nicht halten. Aber manchmal denke ich, was passiert, wenn da keine Mauer steht? Und du anders sozusagen staffeln kannst, Idee von Tom zu sagen, wir stellen mal einen auf die Linie. Ja, eigentlich sieht der Torhüter ja auch viel besser dann. Ja, sieht viel besser. Ja gut, beim Messi-Tor muss der aber auch 2,40 Meter groß sein. Sonst kann er Messi-Tor hätte man noch einen an die Seite packen. Aber das ist ja nicht richtig. Also aus der Distanz einen an Pfosten zu stellen, ist ja totaler Quatsch. Weil dann kommen ja die Gegner, ja, versperren die Sicht für den Torwart. Also das ist mit Sicherheit aus der Distanz nicht richtig. Ja, aber schlechter laufen als das kann es nicht. Nein, aber perfekt geschossen halt. Man muss immer debattieren, ob diese Form immer die richtige ist. Naja, aber... Das wäre ja dann ein Vorteil für die Dortmunder, eben dem Pavlenka eben die Sicht zu versperren. Also da einen auf die Linie zu stellen. Es gibt Bälle, die kannst du nicht halten und das gehört dazu. Lass uns noch mal die Entstehung dieses Freistoßes angucken. Ja, da bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Das hätte ich auch gerne mal. War das ein Foul oder nicht? Matthias, dann sag mal, komm, guck's dir an hier. Pulisic ist es wieder, ne? Ich finde nicht, dass man den... Also es gab ja sogar noch Geld, ne? Spiel, der beschwert sich. Weiß nicht, vielleicht war er so reklamiert, kann auch sein. Ich weiß nicht, ob du den
unbedingt. Fällt noch ein, zwei Schritte. Wir haben ja 80 Einstellungen gefühlt. Kommt da unten selber in Stolpern? Gut, gibt ein bisschen was im Oberkörper. Also oben ist der Kontakt schon da, aber er nimmt das natürlich dankbar an. Das muss man mal dazu sagen. Ja, kannst du schon pfeifen, oder? Ja, kann man pfeifen. Finde ich. Finde ich auch. Kannst du schon pfeifen? Also ich hätte es als Schiri nicht gewürfelt. Ich finde es nicht. Du bist ja kein Schiri. Stimmt, ich hätte es aber laufen lassen. Ganz sicher. Max, du warst auch so ein knallharter Verteidiger. Hast du denn Schießen? Versuch mal aus der... Aus meiner Wahrnehmung... Max war immer an der Linie, der war da nicht, oder? Oder? Was ist das despektierlich? Überhaupt nicht, du hast das... Aber auf der richtigen Seite der Linie stand. Und da kam keiner durch. Auf welcher Seite der Linie meinst du denn? Nein, sag mal. Also ich muss fairerweise sagen, heutzutage wird halt sowas gepfiffen. Es werden Körperkontakte relativ schnell leicht gepfiffen. Gerade die Schnelligkeit dieser Spieler, gerade Pulisic, wenn der im Tempo ist und du kriegst einen mit, dann erwischt er ihn unten noch. Also ist für mich jetzt keine totale Fehlentscheidung. Also ich finde schon, dass man geben kann. Okay. Du hast gerade Marco Reus erwähnt. Wir haben gesagt, es geht eigentlich nicht ohne Marco Reus. So 60 Minuten hatte man schon das Gefühl, das geht mal, ne? Es gibt auch Belege dafür aus anderen Spielen von Borussia Dortmund, wo Marco Reus nicht mit dabei war, sind Dinge gut gelaufen. Also ich finde, da muss sich auch irgendwie so eine Mannschaft auch von ihrem Star mal emanzipieren und sagen, auch ohne Reus muss es gehen, klar. Und es ging 60, 70 Minuten gut, sehr gut. Ja. Aber vielleicht hat er am Ende gefehlt, um dann wirklich dieses 2:0 über die Zeit zu bringen mit seiner Erfahrung, die er ja auch hat. Und bei Dortmund ist es ja so, sie haben ja 5 Vorsprünge jetzt mittlerweile verspielt. Also ganz eklatant war ja das gegen Hoffenheim 3:0 zu Hause geführt. Und vielleicht ist das mittlerweile auch so ein bisschen in den Köpfen der Spieler. 2:0 reicht uns nicht unbedingt. Und dass dann das Zittern anfängt. Ja, ich glaube, das ist viel Wahres dran. Ich glaube, das ist einfach Fakt ist, dass wenn sowas öfter passiert, ich meine, Hoffenheim ist ja auch ein gutes Beispiel. Hoffenheim hat ja noch viel öfter Führungen außer Hand gegeben. Ja. Und das ist ja so ein Mechanismus, ja. Self-fulfilling prophecy, irgendwie jetzt passiert es schon wieder. Und das konnte man gestern beobachten. Die haben sich ja immer weiter zurückgezogen und klar fehlt dann irgendwie vielleicht einer auf dem Platz, wo sich andere aufrichten können. Aber das an Reus festzumachen, ne, wenn du zwei solche Böcke da schießt wie die... Komm, dann gucken wir uns den ersten Bock jetzt mal an. Ja. Jetzt, Tom hat ihn ja schon mehrmals erwähnt. Einmalig. Stefan, mach doch mal eine Analyse. Es gibt keine, ne? Es gibt nicht wirklich eine. Nee. Also, ich hack mal da ein, wo der Reinhold gerade angefangen hat. Bürki hat erstmal eine tolle Saison gespielt. Das ist natürlich ein Katastrophenfehler, der die Meisterschaft entscheidet. Das ist Fakt. Er wird sich wahrscheinlich am liebsten eingraben, aber da muss er jetzt durch. Also hier sehen wir es nochmal, das ist echt... Passiert sehr selten. Das ist ein klassischer Hosenträger. Also, ja, hat so viele Punkte geholt für Dortmund. Das tut echt weh. Jetzt, das tut dann weh in so einem Moment, dass es ihn erwischt. Ja, es tut weh. Warum sind Sie da nicht? Waren Sie so geschockt, dass Sie nicht zurückkommen konnten, Max? Also erstmal wollte ich gerade in diese Debatte Marco Reus mal einhaken. Also ja, ich finde schon, wenn du solche Spieler hast, die Unterschiedsspieler sind, ob es jetzt Barcelona bei Messi ist, den du am Mittwoch gesehen hast, der das Ding unbedingt gewinnen wollte, wenn du Marco Reus in Topform hast, dann sind das Spieler, die du brauchst, um Bayern München gefährlich zu werden. Und wenn du sie eben nicht hast oder immer wieder verletzt ausfallen, dann tut das einer Mannschaft wie Dortmund weh. So ein Fehler, Dortmund weiß auch, wir müssen das Spiel gewinnen, du kriegst so ein Tor. Dann weißt du auch, verdammt nochmal, jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Und dann fängst du an zu flattern. Du machst diesen Schritt eher zurück, als ihn nach vorne zu machen. Das ist Bayern München, die haben die Arroganz zu sagen, ich habe diese Bewegung von Thiago gesehen nach dem Nürnberg-Spiel, er zeigt sich auf dem Wappen und macht nach dem Motto, wir sind Bayern, ruhig bleiben. Das ist diese Arroganz, die Bayern hat, die sie leider in dieser entscheidenden Phase doch den Vorteil geben, den Dortmund heute nicht hat. Vor allem, weil das Tor natürlich auch, glaube ich, 4 oder 5 Minuten später fällt, ist ja ein Zeichen, dass genau in dieser Phase Dortmund angefangen hat, Ratter, jetzt wird's nochmal. Bisschen Pokalspiel noch im Kopf gegen Werder, ja, zu wissen, ne? Das haben die mit uns schon mal gemacht. Also spielt vielleicht auch eine Rolle. Aber ist das ich will nochmal Marco Reus, also dieser Vergleich Messi-Unterschiedsspieler. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen im Regal bleiben. Messi ist ganz woanders und ich hätte diesen die Unterschied... Die deutsche Meisterschaft ist Reus der gleiche Unterschied wie Messi. Ja, dann hätte ich mir das gegen Schalke aber von Reus gewünscht, dass er da den Unterschied gemacht hätte. Hat er ja, nicht aber jetzt an einem Spiel Marco Reus zu sagen, er hätte den Unterschied nicht gemacht. Marco Reus ist der Spieler, der für mich Dortmund dahin gebracht hat, dass sie überhaupt Bayern-Konkurrent sind. Wir diskutieren nach 6 Jahren mal wieder Bundesliga, wo wir einen knappen Meisterschaftskampf haben. Und da spielt Marco Reus eine große Rolle, aus meiner Wahrnehmung. Ja, ihr wart auch nah dran schon. Was hast du noch? Nach der Vorrunde. Die Zeit ist so schnell. Ihr wolltet ja nicht. Ja.
Wir wollten schon, wir haben dem Druck nicht standgehalten. Waren das 2 Euro? Wir hatten sich früher offensiv dafür gefragt. 3. Ich zahl 4, du weißt meine obligatorischen 4. Ich kenne deine Strategie, auch ein bisschen Zeit gewinnen. Ja, guck mal. Ist dann wirklich, guckt man dann immer auf die Uhr, wenn man den ersten so einen reinkriegt dann? Also wenn du so einen reinkriegst, das hängt natürlich schon in den Klamotten, aber ich möchte noch ein Argument dazu nehmen, weil dann kriegt natürlich der Gegner, Werder Bremen in dem Falle, die zweite Luft. Ja, die werden gepusht, Pizarro kommt rein, weißt du auch, obwohl das der alte Mann in Anführungszeichen ist, ist immer für ein Tor gut. Aber ist doch und Wahnsinn, dass sie alle so einen Respekt noch und Angst vor dem haben. Ja, aber dann kommt, dann kommt das Zuschauer wieder. Die Zuschauer kommen wieder und dann ist es schwer auch zu verteidigen. Und dann steckt auch Dortmund nicht in dieser Situation, aufgrund der letzten Wochen eben zu sagen, warte mal, auch wenn wir jetzt einen gekriegt haben, dann machen wir halt das dritte. Dann haben sie sich immer weiter zurückgezogen und dann konntest du die Uhr nachstellen, wenn genau das passiert, nämlich der 2-2, was wir uns jetzt anschauen. Sozusagen. Es gibt einen Aspekt Weserstadion, muss man dazu, Stefan, noch mal ergänzen. Dieses Weserstadion ist atmosphärisch wirklich eine Riesennummer. Und dann in dem Moment, wenn Pizarro kommt, wird dann noch mal eine Stufe höher gezündet. Das ist atmosphärisch so dicht und da hat auch Dortmund Respekt und merkt, jetzt ist eine andere Atmo. Der jetzt hat auch ein anderes den Ausgleich erzielt. Ne? Ja, ich finde auch sensationell, dass Kohfeldt den immer bringt. Ne? Also ich glaube, gefühlt ist er auch in jedem Spiel dabei. Der Möbel kam ja auch rein. Also die kamen, es waren ja beides Joker-Tore, wenn du so willst. Ja. Ne? Und da macht der erste Joker schon mal den Anschluss. Aber er macht es auch gut. Man muss, beobachte den mal, die 20 Minuten, die der spielt. Der läuft auch. Im Strafraum, was der da noch macht, das ist sensationell. Da ist es. Guck, eigentlich ist da gar keine Gefahr, würde ich mal sagen. Ja. Ne? Und dann... Ja, Qualität hat er noch im Abschluss, nach wie vor. Er ist natürlich auch ein Katastrophenfehler im Zweikampf. Ne? Aber das müssen sie halt lernen, sich da anders zu verhalten. Nur so ein aber mach auch mal den Schuss. Ne? Ich meine, er hat den Fuß auf Ohrenhöhe. Nicht ganz, aber. Ja gut, aber den macht Pizarro auch noch, wenn er 50 ist. Oder 60. Aber was er macht, Effel, und das ist wirklich zu beobachten immer, der pusht die Mitspieler. Aber wie? Ja. Und das ist jemand, den man sich vielleicht bei Dortmund hier und da mal wünschen würde. Mhm. Und das der Publikum. Reißt wirklich und das Publikum. Ja. Und, er muss auch sagen, Tom, er schaltet natürlich nicht ab in seiner Funktion als Stürmer. Das ist Instinkt, der weiß genau, wo er hinlaufen muss. Aber die Dortmunder, die denken, weißt du, wie es ist, die Abwehrspieler haben alle gedacht, das Ding ist geklärt. Ne? Und dann bleibst du dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Oh. Es gab zum Schluss, also kurz vor Schluss eine Szene, ich weiß nicht, ob wir die haben, seine große Kopfballchance. Und nach Spielschluss gab es dieses Dokument, wo er sich immer auf sich zeigt, nach, ich hab's verbockt, ich hätte hier den Sieg holen können für Werder. Das ist der Unterschied. So lebt ein 40-Jähriger, wenn er mag, der kann im Weserstadion nochmal richtig zünden. Aber wir sind uns einig, der darf normalerweise den Ball gar nicht mehr bekommen in der Situation, oder? Das ist normalerweise, ich meine, eigentlich. Ich habe mich sogar gefragt, wir suchen ja immer, ne? Jeden kleinen Fehler versuchen. Na, achte mal auf Birki nochmal, Stefan. Will er erst raus und merkt dann, es geht doch nicht? Oder sagt er, da ist mein Abwehrspieler, brauche ich nicht? Komm, bei Birki würde ich jetzt sagen, das erste Tor war sein Fehler, das zweite Tor schieben wir jetzt nicht noch so. Guck mal hier jetzt, ich dachte jetzt, da erst. Ja. Da will er rauskommen, da gehst du gar nicht raus. Du siehst doch, dein Mitspieler ist da. Den muss gar keinen lösen. So, und den kann er auch nicht halten. Also, es war definitiv kein Birki-Fehler. Dann ist es ein Fuß, hau das Ding wieder, Kerze in die Mitte. Akanji. Jetzt wegschlagen. Tja, einfach. Nee, ja, gar nicht mal wegschlagen. Vor allem, aber er muss ihn halt richtig blocken. Aber er lässt sich von rechts nach links schieben. Und das darf dir in der Situation natürlich nicht passieren. Oder hat er gedacht, der Ball ist schon aus? Das hat er vielleicht gehofft. Nee, ist ja eine Kante, Reinhold. Das ist ja nicht irgend so ein schmächtiger Typ. Strategisch völlig falsches Verhalten. Aber zeugt auch von dieser Unsicherheit, die in dem Moment im Spiel der Dortmunder ist. Das ist ja dieses Nervenflattern im Kleinen, sich nicht sicher zu sein, körperlich sich nicht sicher zu sein, was soll ich jetzt tun? Stefan hat vollkommen recht, dann machst du Kreuz, Blocken oder wenn ich das nicht kann, dann haue ich die Pille halt weg, dann mache ich ja halt eine Ecke. Ja, ist da auch noch ein Glücksfall. Aber du hast ja gesagt, vergleichbar mit dem Revierderby, ich würde einfach noch vorher ansetzen. Ich glaube, angefangen hat das mit dem Flattern bei Dortmund nach der unglaublichen Klatsche in München. Ich glaube, das Spiel hat so dermaßen den Stecker gezogen, auch bei vielen im Kopf und gesagt, dann reicht es vielleicht doch noch nicht. Und das sind alles noch die Nachwehen. Für mich war das nur beispielhaft. Man geht in Führung durch einen grandiosen Treffer, der super rausgespielt war, von Götze dann toll finalisiert wird. Fürth gegen Schalke mit 1-0. Und
hast das Spiel im Griff. Und dann fällt es in sich so zusammen. Nach das ist das. 1-1, wohlgemerkt. Ja, nach diesem, nicht verloren. Ja, ja. Es hätte auch noch schlimmer ausgehen können. Ne? Ja. Sprechen wir gleich nochmal. Aber für mich fängt diese Dortmunder Talfahrt, ein bisschen hart formuliert vielleicht, viel früher an. Und zwar diese Woche 3-0 gegen Hoffenheim, 3-3 und dann das Pokal aus gegen Bremen. Das war innerhalb von wenigen Tagen, wo sie zweimal also eigentlich einen klaren Sieg oder einen relativ sicheren Sieg verspielt haben. Da fing es an. Viel früher. Genauso. Ich habe nach dem Pokal ausgedacht, da haben die Bayern sich danach in Berlin durchgekämpft. Bayern hatte vorher Leverkusen verloren, der Abstand war wieder, glaube ich, 7 Punkte. Mhm. Und verlieren sie gegen Bremen, damit ist ein Titel weg, dass sie die Champions League nicht gewinnen werden, das war eigentlich klar. Auch klar. Dann bleibt eine Möglichkeit Meisterschaft. Und das wurde von Woche zu Woche enger und dann ist ihnen das aus den Händen geworden. Ja. Wenn sie gegen Bremen weitergekommen wären, glaube ich, hätte die Saison vielleicht eine andere Wendung bekommen. Also ich habe es gerade schon mal angerissen, sie hätten auch verlieren können. Ne? Gibt es gleich eine Szene, die wir zeigen, aber auch in München gab es gestern komische Entscheidungen des Schiedsrichters, muss ich mal vorsichtig sagen. Hier. So, und was macht dann Jerome Boateng? Sagt er nachdenken, zeigt dem Schiri den Vogel? Ja, man weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat sich der Kaiser auch wieder geäußert, Franz Beckenbauer. Ich sag mal zu meiner Mannschaft. Wenn ich die Spiele gesehen habe, jetzt die Champions League-Spiele und auch die Europa League-Spiele, was da gefightet und gekämpft wird, da meine ich manchmal beim FC Bayern die UBSer Traditionsmannschaft zu sehen. So, in der darf ich ab und zu mitspielen, das wollte ich damit nur sagen. Also, das Niveau ist nicht schlecht, aber die Bayern haben schon mehr drauf. Also, das alles sage ich bei uns. Wir machen eine kurze Pause. Der Münchner Flughafen, Check 24, Torepass. Ja, Dortmund spielt dann nach 2-0 Führung 2-2. Aber sie hätten auch verlieren können gestern in Bremen. Es gab einen Eckball für Werder. Dafür ist Max Kruse mal zuständig. Und der Ball fliegt. Und es wird reklamiert. Das ist übrigens auch was. Tom, das ist mir jetzt immer aufgefallen. Ne? Bei jeder annähernden Handsituation wird reklamiert. Ne? Man versucht den Schiri doch ein bisschen zum Einfluss. Ja, ich meine, wir werden es ja später noch sehen. Ich war in Berlin gestern, da wurde nicht reklamiert, weil es keiner gesehen hat. Ja, dann wurde auch nicht gegeben. Guck mal hier, was würdest du denn sagen? Ich glaube, dass sie es letztlich richtig entschieden haben, aber das ist sehr grenzwertig. Wie so viele Szenen im Fußball, es gibt nicht nur richtig und falsch, sondern es gibt immer auch was dazwischen. Und ich bin aber sehr froh, dass der Schiedsrichter Elfmeter nicht gibt. Ich glaube, es ist näher an der... Aber Hand ist es, ne? Ja, Hand ist es, klar. Ja, logisch. Ja. So, und wenn man jetzt, wir haben ja einen sehr interessanten Spieltag gehabt, gucken wir ja auch gleich noch Boateng. Weiter, ja. Aber erstmal die Szene. Komm. Die Szene, ja, aber du kannst ja dieses ganze Thema nur diskutieren, wenn du die vergleichbaren Szenen auch dann nebenlegst. Und ich finde, ich bin auch der Meinung, dass das kein Handspiel ist, dass man pfeifen muss. Aber es hat Elfmeter gegeben in dieser Saison und auch an diesem Spieltag. Die wurden gepfiffen und das war weniger. Insofern ist einfach das Level und die Linie nicht klar und das ist die große Katastrophe. Für wen ist es denn ein Elfmeter? Ranul, für dich? Ich finde, dass die Analyse gestern nach Spielschluss von Kohfeldt klug und richtig war. Ja. Er hat nämlich gesagt, im Kontext der Bewertung der ganzen Saison ist das ein Elfmeter. Es gab so viele Szenen, wo in dem Fall gepfiffen wurde. Wir sehen, wie gesagt, ja nachher noch Szenen, wo ein Elfmeter gegeben wird, wo man sagen würde, ist nicht vergleichbar damit. So, es braucht eine neue Debatte, es braucht eine neue Diskussion, eine Entscheidung. So kann es nicht weitergehen. Alle sind neurotisch unterwegs im Moment. Es ist eine Psychogeschichte auf allen Ebenen. Ja. Schiedsrichter, Spieler, Trainer, selbst bei uns Journalisten. Wir diskutieren hier jeden Sonntag in dieser Sendung darüber. Dann ist der Wahnsinn. Es hört nicht auf. Heute nur über Handspiel. Heute nur über Handspiel übrigens. Ne? Ja, aber ich sage nur allerhand, dass wir schon wieder darüber diskutieren. Also, ja, ich finde, es ist der Wahnsinn, was da unterwegs ist. Auch keine Phrase, ist leider nur. Nein, also ein Wortspiel. Und für ein Wortspiel gibt es eigentlich Max, Geld. Ja. Keine Einschätzung. Habt ihr so einen Elfmeter schon gegen euch bekommen? Es gab kuriose Elfmeterentscheidungen, was das Handspiel betraf, aber ich bin da eigentlich total der Meinung, was Florian Kohfeldt gesagt hat, im Kontext, diese Saison musst du es geben, aber für unseren Sport darf das kein Handspiel sein, genauso wie der andere, den wir gleich sehen werden. Und wir müssen dahin kommen, dass wir wieder diese
Halbhandspiele, wo man sagen kann, hätte, wäre, wenn, die müssen alle weg und wirklich klare Handspiele, wie auch immer es zu definieren ist. Ich möchte es nicht tun, okay. Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, aber das muss in den Vordergrund rücken. Also jetzt habt ihr ja Kofeld, ihr beiden schon angesprochen, jetzt wollen wir ihn auch mal hören. Was hat er gesagt? Im Kontext dieser Saison kann mir doch niemand sagen, dass das keine Elfmeter ist. Das kann ich, also Entschuldigung, das muss ich auch so deutlich sagen, das kann ich auch nicht akzeptieren. Und im Übrigen sage ich darüber hinaus nochmal, in diesem Fall würde ich sogar sagen, also das ist auch, der Ball ist 50 Meter unterwegs, keiner fälscht ihn ab. Und ja, dann, das wäre sogar, also sagen wir mal, ohne diesen konfusen Regelungen, wäre das für mich auch sogar eher ein Handspiel. Na gut, 50 Meter war vielleicht nicht unterwegs jetzt gerade, aber vielleicht gefühlt, ne, kann man so sagen. Aber man muss ihm da recht geben in der Beurteilung, in der Einschätzung. Sicherlich hat er noch mal einen eigenen persönlichen Blick auf die Situation. Es hätte für Werder der Sieg sein können eventuell. Und ja, es ist eine absurde Diskussion. Und Werder nützt der Punkt ja eigentlich auch nichts. Nein. Das große Problem ist, dass es keine klare Linie gibt. Und Thorsten Kienhöfer sagt das heute in der Bild am Sonntag. Handspiel wird nur noch willkürlich entschieden. Und das ist ja eigentlich der schlimmste Verdacht, den man Schiedsrichtern unterstellen kann. Ja, gerade an diesem Spieltag bisher, genau. Muss man so sagen, oder? Ja. Gut, jetzt dann schauen wir uns die Szene in München an. Jerome Boateng. Also, Thiago erstmal mit der, Stefan, mit der Grätsche ins Leere und dann... Ja, das ist relativ einfach zu beurteilen, ist kein Elfmeter. Oh, ja, warum? Ja, er hat den Arm am Körper, ja, und dreht sich noch weg. Also mehr kann ein Spieler nicht machen. Also die gekickt haben... Ich mache eigentlich zweimal Hand, ne? Hier, oder? Nein, ja, also... Nein, also ich bin da auf Boatengs Seite. Ich bin kein Handexperte. Ist immer schwierig, aber das ist kein Elfmeter, um das mal hier, also, klar, und so, ist es kein Elfmeter, fertig, aus. Max? Kein Elfmeter. Selbstverständlich. Niemals. Selbstverständlich. Wenn das ein Elfmeter ist, Leute, dann wird es wirklich schwierig. Weggedreht, Arm angelegt, ist sogar sehr viel auch hier Seite, ist ja jetzt nicht nur komplett der Oberarm. Dann sich das Ding angeguckt und dann Elfmeter entschieden. Das wird schwierig jetzt. Ja, aber das Angucken ist ja das genau das Problem. Dieser Videoassistent, ja, der sehr viel natürlich in der Kritik steht, jetzt wird er rausgeschickt, jetzt sieht er das. Und ja, was mache ich jetzt? Bin ich damit konfrontiert? Und das zu fällen, wenn es keine klare Regel gibt, ist verdammt schwierig. Dieser Videoassistent, der oft wirklich im Verruf steht, der ist ja eigentlich gar nicht das Problem. Der zeigt nur Defizite auf, die wir in der Regelauslegung haben. Das ist das Einzige. Und da müssen wir anpacken. Wir müssen an diese Handregel ran, weil das die komplizierteste in der ganzen Videoassistenz ist. Abseits ist klar zu regeln, faul mehr oder weniger, rote Karten auch. Das Handspiel ist das große Problem, was wir gerade haben. Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum der Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder zum Schluss kommt, Elfmeter. Genau. Ja, meinetwegen schickt er ihn raus. Eigentlich geht ja alles wahnsinnig schnell. Dann sagt er ihm, pass auf, da war eine Hand, da war ein Ellbogen. Guck nochmal drauf. Aber da muss ja, der sieht ja die gleichen Bilder wie wir. Ja. Warum entscheidet er noch auf Elfmeter? Aber das ist die Frage. Weil er sagt, wir sind im Unrecht und er ist im Recht. Ich glaube, er sieht es heute aber auch anders. Ja. Er wird es heute definitiv anders sehen. Gestern war ja der verantwortliche Schiedsrichter. Das hast du jetzt gesagt, die Quelle. Ich hätte gesagt, bei den Kollegen. Aber da ist ja genau das gesagt worden von Dr. Jochen Drees, dass das auch im Nachhinein kein Elfmeter ist. Das war eine Fehlentscheidung. Und genau aus diesem Grund hat er gesagt, ist dieses Rausgehen eigentlich wichtig, um sich da nochmal Klarheit zu verschaffen. Und? Da jetzt leider für die falsche Richtung. Ich mache mir gar nicht ausmalen, wenn das ein entscheidender Elfmeter gewesen wäre. Wie groß dann die Aufregung gewesen wäre. Auch seitens des FC Bayern, zu Recht übrigens dann. Es gab noch eine Szene in dem Spiel. Auf der anderen Seite. Ostscholek. Thomas Müller flankt. Und das meine ich wieder hier. Das meine ich wieder. Auch dann das Reklamieren, ne? Alle? Ja, das ist ja, aber das ist ja normal. Das die ist Geister, ja die ich rief, klar. Also, ja, und? Nein, das ist... Also der versucht ja alles zu verhindern. Genau. Also auch das ist kein Elfmeter. Ist genau, also das beides nicht. So, deswegen verschiehe ich den Schiedsrichter nicht, der beide Szenen innerhalb von Minuten beurteilt. Bei der einen Szene, Boateng sich noch die Zeit nimmt, das sich nochmal anzuschauen. Elfmeter entscheidet und hier nicht. Also es war definitiv beides kein Elfmeter. Und da wurde ja auch nicht rausgeschickt, oder? Bei der Szene. Nee. Ja, das ist dann auch schwer zu verstehen. Ja, aber zweimal haben das bewertet. Ja, ja. Das ist ja das komische. Ne? Aber der größte
ich sag wirklich jetzt mal Witz, den hat es in Berlin gegeben. Gucken wir uns gleich an, nach einem Spot sind wir wieder da. Ja! Also Handspiel in Bremen, in München. Und Tom, du hast Berlin gestern? Ja, bei Berlin. Ja. Ja. Und hast Folgendes gesehen. Ja, du hast es sofort gesehen. Oder nicht gesehen, das ist die Frage. Das, also ganz ehrlich, das Eckball für das hat quasi im Stadion gefühlt niemand mitbekommen. Da habe ich irgendwie danach irgendwas notiert, wieder nichts nach einer Ecke so ungefähr. Und dann wurde diese Zeitlupe wurde auch erstmal nicht gespielt, auch nicht für uns vom TV. Das Spiel wurde unterbrochen, weil González verletzt war. Das hat also relativ lange gedauert. Aber dann ist der Videoschiedsrichter offensichtlich, hat er die Szene nicht untersucht. Der Dr. Drees hat ja gesagt, die seien auch nicht auf Suche. Er sah nicht als Detektive ausgebildet, die Schiedsrichter, um in jede Szene reinzugucken. Ja, genau. Das hat sich im Spiel nicht ergeben. Es war auch niemand sauer, es hat sich niemand beschwert. Und irgendwann hat ein Operator im Ü-Wagen diese Zeitlupe gefunden. Ja? Und hat die natürlich dann wurde sie gespielt vom Regisseur. Und dann, klar. Da warst du spät, oder wie wolltest du sagen? Dann, das war 3 Minuten später locker. Da kannst du ja nicht mehr das rückgängig machen. Unmittelbar nach der Szene war eine Spielunterbrechung von 30, 35 Sekunden. Genau. Also es wäre eigentlich perfekt gewesen, aber da hat auch der verantwortliche Projektleiter gestern zugegeben, das ist im Keller schlichtweg untergegangen, es hatte niemand auf dem Schirm und man möchte jetzt in Zukunft jeder Ball, der irgendwie in den Strafraum fliegt, immer wieder sich angucken oder sich einmal angucken, um genau sowas zu vermeiden. Also das ist gerade wirklich Learning by Doing, was hier immer wieder an jedem Wochenende passiert. Wir beide haben ja auch gerade darüber diskutiert. Das wäre die Führung möglicherweise für den VfB Stuttgart gewesen. Ja, ne? Gewinnen die in Berlin, hätten sie dann zum Beispiel bei dem Spielstand auf den anderen Plätzen dann Hannover und Nürnberg in die zweite Liga geschossen. Also das ist alles richtig, ja. Das stimmt so. Aber ich finde, man muss fairerweise sagen. Aber das war doch Volleyball, Tom. Es ist im Stadion, aber im Stadion, du hast es nicht mitbekommen, der Jahrstein kommt raus, der schiebt auch den Rehkick leicht, also der Torwart schiebt den Rehkick leicht so. Im Stadion passiert nichts. Ich denke, das wäre für den VfB zu billig und Mario Gomez hat es gestern auch gesagt. Es steht danach 0-0. Hertha hat 6 Stunden kein Tor geschossen und schießt gegen Stuttgart aber danach noch 3. Und machen direkt dann das 1-0, 2-0. Sie verteidigen es einfach nicht gut. Sie haben 70 Gegentore, 20 Spiele verloren. Jetzt anzufangen, das wäre die Führung gewesen für uns. Ja, das wäre eine glückliche Führung gewesen. Aber so denkst aber du doch. So denkst du da, doch ja, aber du musst dann, da muss dann schon als Analyse mehr kommen. Und die Stuttgart waren kritisch genug, das auch so zu sehen. Das ist ärgerlich, dass es nicht gesehen wurde. Aber das ist ein menschlicher Fehler. Ich habe im Stadion den gleichen Eindruck gehabt. Da war nichts. Ich werde nicht als Videoschiedsrichter angestellt und bezahlt, hätte ich vielleicht reingeschaut, aber gut, du, da stehst du auch ziemlich weit oben. Das muss man aber sehen. Klar, wenn ich die Zeitlupe dreimal sehe, hätte er es auch gesehen, der Perl. Aber Berlin sitzt du aber auch sehr weit oben, ne? Oder? Wir sitzen sehr weit oben, ja. Ja, sehr weit schön, weg diese nahe Atmosphäre da. Naja, aber der Schiri muss das normalerweise sehen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt die Ankündigung kommt, dass alle Strafraumszenen nochmal untersucht werden. Wo soll das hinführen? Jede Strafraumszene nochmal genau unter die Lupe genommen. Das macht das Spiel noch weiter kaputt. Ich bin eh kein Freund von unrealistisch. Also jetzt überleg mal, eine Ecke kommt, abgewehrt, zweite Flanke, abgewehrt, dritte Flanke. Dann ist erstmal die 3 Flanken kontrollieren. Da ist aber schon auf der anderen Seite 3 Flanken gewesen. Also wir sollten jetzt wieder nicht anfangen, unrealistische Dinge versuchen ins Leben zu rufen. Nee, ich sage nur, was gestern letztendlich daraus gezogen werden sollte. Der Aktionismus, den wir teilweise haben. Wir hangeln uns von Entscheidung zu Entscheidung, versuchen, den Teppich zu flicken ohne Ende. Und am Ende haben wir nämlich das machen? Jetzt. Was müssen wir denn machen? Klare Regeln. Gott sei Dank sitze ich heute nur als Gast. Das ist ja die neurotische Seite des Ganzen, wo wir jetzt angekommen sind. Das ist das, was ich vorhin meinte. So, warum denken wir nicht ein bisschen zu... Was ist denn daran eigentlich neurotisch die ganze Zeit? Weil es einfach alle verunsichert. Du siehst da, was das spekulativ gemacht hat. So, und lass mal zurückdenken, Stefan. Ja. Wie war das früher? Oder bei dir, Thomas, Handregelung, Absicht oder nicht Absicht? Warum ist diese Handregelung jetzt anders? Wie viele Experten reden darüber? Wie viele Kameras gibt es? Wie viele Wiederholungen gibt es? Wie viele VAR gibt es? Zu sehr darüber. Also es gibt natürlich schon eine Entwicklung der Zeit, die wir auch nicht aufhalten können. Ich denke, das Handspiel in Berlin, das ist wirklich ein menschlicher Fehler und das muss man den Schiedsrichtern auch zugestehen. Absolut. Da kann man jetzt nicht hingehen. Aber wir haben eine andere Definition von Handspiel. Bitte? Wir haben eine andere Definition mit. Aber das ist eine andere Regel. Absolut. Das musst du nur sehen. Das meine ich jetzt nicht als Beispiel. Ja, und das kannst du nicht sehen. Das geht so schnell. Also du hast gerade gesagt, du sitzt so weit weg. Du kannst 2 Meter daneben stehen und siehst es nicht. Das geht so schnell. Aber der Torwart natürlich auch noch da irgendwo. Genau. Der hat gedacht, der hat den Weg gefaustet. Und von daher würde ich hier sagen, ja, natürlich war es ein Fehler. Aber es ist ein menschlicher Fehler, den wir akzeptieren müssen und nicht diskutieren. Aber die Fans haben auch keinen Bock mehr darauf, ne? Gut, oder? Ich finde,
fast schon das Traurige an dieser Diskussion ist, dass die Fans den Spaß verlieren, weil sie eben nicht mehr durchblicken. Also viele sind wirklich verärgert oder reagieren noch mit Ironie und ein bisschen mit Humor. Lennart glaubt, dass die Handspielregel einfach nur ausgewürfelt wird. Also da haben wir wieder den Aspekt der Willkür. Jörg sagt, es dürfte inzwischen einfacher sein, dreimal nacheinander den Lotto-Jackpot zu knacken, als einmal zu wissen, warum oder warum nicht es Handelfmeter gibt. Und Philipp ist also total verärgert, sagt, das ist lächerlich. Was soll denn Boateng verdammt nochmal machen? Für mich ist das alles ein Skandal. Er zielt auch nochmal auf die Szene in Berlin ab. Und es ist tatsächlich so, dass in dieser Saison ein Handspiel-Elfmeter-Rekord gepfiffen wurde, nämlich 30 an der Zahl. Letzte Saison waren es 15 zum Vergleich. Es gab mal eine Saison 67, 68, da waren es 23. Aber wir haben tatsächlich, ja, ich würde fast schon sagen, ein Problem mit diesen Handspielregeln. 30 ist ja schon mal eine erste Hausnummer, ne? Wir sind noch nicht am Ende. Das sagt Nico Kovac, das hat auch Lucien Favre gesagt. Inzwischen ist es ja wahrscheinlich auch so, dass sowas trainiert wird. Ne? Schieß an die Hand und dann werden wir mal gucken. Die Chance sind 50-50, dass gepfiffen wird. Ich stelle mir dieses Training immer vor, das kann ich mal sehen. Mit Boxhandschuhen, oder? Welch kuriose Auswüchse es gibt. Ich habe mittlerweile auch Spieler gesehen, die Hände hinterm Rücken verschränken. Ich meine, hast du mal versucht, mit Händen hinterm Rücken irgendwie dich im Gleichgewicht zu bewegen? Wir haben die Hände immer nach vorne getan, in der Mauer. Ja, in der Mauer. Nicht so weh, also ich hier, falls dahin genau. Gehen. Nein, aber ich finde, über allem steht, dass der Videoschiedsrichter in Deutschland nach wie vor nicht funktioniert, im Gegensatz zum internationalen Geschäft, also WM und Champions League. Funktioniert er deutlich besser. In Deutschland halt immer noch nicht. Und das ist eigentlich ein kleiner Skandal. Also Lucien Favre hat sich aufgeregt. Thomas Doll hat auch seine ganz eigene Meinung zu dem Thema. Mich interessiert die Regel auch wirklich nicht mehr. Da gibt es so viele Leute, die wahrscheinlich, keine Ahnung, schon über 70 sind, die dann solche Sachen entscheiden. Und da will ich mich auch gar nicht mehr mit beschäftigen, weil Woche für Woche, das ist unglaublich. Ich habe das schon mal vor 2 Wochen gesagt. Wenn du die Hände hinten auf dem Rücken schnallst und du gehst in jeden Zweikampf, ich weiß nicht, wie du da jemanden aufhalten sollst wie Coleman oder Ribéry, das geht ja gar nicht. Und deshalb, die sollen sich Gedanken machen. Wichtig ist, dass der Fußball nicht irgendwann dadurch kaputt geht. Wir hatten uns nicht abgesprochen. So. Die Argumentation war jetzt gerade sehr ähnlich. Sehr ähnlich, ne? Genau. Auf jeden Fall gab es den Elfmeter, der für euch ja nicht berechtigt war. Und das macht ihn dann rein. Und anschließend, Stefan, da muss ich dich wieder fragen. Ja. Will er den Ball aus dem Netz holen und bekommt dafür man sieht die gelbe Karte? Es kommt noch. Ja. Ah, Matthias, Moment. Ich kündige das ja nicht an und dann kommst du. Natürlich, so hätte ich dich auch nicht erwartet. Das habe ich früher mal gemacht. So. Ah, da kommt die Szene jetzt. Hier nach. Hannover hat auch 3 Tore geschossen. Jetzt haben wir es 3-mal gesehen. Ne? So, hier, da. So. Oh. Raunen im Plenum. Ja, was jetzt? Ja, ist es gelb oder nicht? Ja, es war ein Kontakt da. Oh. Einige müssen ja so zahlen. Ja, ich sag mal, da kannst du schon Geld für geben. Ja, wenn aber so, es war kein Handspiel, insofern. Ja. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, aber er schubst ihn weg. Er schubst ihn weg, von daher. Ja, natürlich. Nein, warte, stopp. Du darfst den Ball nicht blockieren für den Gegner. Und von daher ist er schon richtig, dass er da Geld gegeben hat. Sag mal so, dafür kannst du Geld geben, du kannst ihn aber nicht 3 Minuten später mit Geld rot für dieses Foul. Das war nicht die Frage. Aber ich bin immer einen Schritt weiter. Du bist immer ein Schritt weiter. Komm, mach ein bisschen Tempo da. Ja. Also, Wahnsinn. Max, harte Entscheidung, ne? Ja. Danke. Es ist manchmal, also wir tun es im deutschen Fußball damit allen keinen Gefallen, wie wir teilweise echt sehr, sehr leicht uns den anderen provozieren, immer wieder reklamieren. Das macht uns allen keinen Spaß und das führt auch zur Diskussion, die wir haben. Also es ist keine gelb-rote Karte, wenn ich weiß, was für eine gelbe Karte bekommen hat davor. Genau. Und er fällt natürlich auch extrem theatralisch. Ja, er blockt ja nur den Ball, der hat mit der Faust eine von 2 Meter größer, wenn er sich dreht. Und so. Ja, aber das ist glaube ich, das auch, was Max meint. Ich meine, der muss da nicht so umfallkimmig. Das ist vom Schiedsrichter kein gutes Gefühl. Genau, das ist der Punkt. Der darf da nicht gelb-rot nach 3 Minuten geben für die beiden Szenen. Genau. Nicht.
Und es ist von Kimmich jetzt auch keine Meisterleistung, da so zu Boden zu gehen. Das ist jetzt, ist jetzt kein Schlagen. Nein, auch, oder? Und das ist Fingerspitzengefühl. Da gehst du zu dem, wie heißt der Stürmer? Jonathas. Jonathas. Genau, zu dem gehst du jetzt hin und sagst, pass auf, beruhig dich jetzt mal beim nächsten Mal. Bist du weg, egal so. Was. Genau aber beruhig dich. So, das hätte ich erwartet vom Schiedsrichter. Also so wehgetan haben kann das nicht. Das nein, natürlich nicht. Das macht ja fast nicht. Nein, das ist ja, als ob da... Ich finde, er macht es auch völlig korrekt. Also stell den Körper dazwischen und... Ja. Ne? Reinhold, keine Diskussion. Ne? Keine Diskussion. Max hat das wunderbar analysiert. Zu viel. Gut. Dann sprechen wir gleich noch über Robben und Ribéry. Die waren gestern auch mal wieder dabei. Wenn auch nicht allzu lange. Franz Beckenbauer hat sich auch geäußert zum Spielstil der Bayern. Das besprechen wir. Und dann natürlich Borussia Mönchengladbach. Schaffen Sie es mit Dieter Hecking noch? Oder bleiben Sie, wie es jetzt aussieht in Europa. Außerdem können Sie was gewinnen. 100.000 Euro. Viel Glück. Bis gleich. Hi von Adel und Ben. Live aus dem Hildenfeld. Am Winterflughafen. Beim Check 24 Doppelpass. So, Franz Beckenbauer hat sich auch zur Mannschaft geäußert. Das wollen wir uns schnell mal anhören. Wenn ich die Spiele gesehen habe, jetzt die Champions-League-Spiele und auch die Europa-League-Spiele, was da gefightet und gekämpft wird, da meine ich manchmal beim FC Bayern die UBC der Traditionsmannschaft zu sehen. Ja, das müssen sie sich leider gefallen lassen, das ist so. Und das muss nicht sein, ja, und das darf auch nicht sein. Denn sie haben das Potenzial und sie haben die Möglichkeit, von ihrer Klasse her das, beides zu gewinnen. Und da gibt es halt einfach keine Nachlässigkeiten. Wo waren Sie denn so nachlässig, Stefan? Also, wir wurden ja damals als Uwe Seeler Traditionsmannschaft bezeichnet von Franz Beckenbauer. Nee, Obergiesing gegen Untergiesing hat er mal gesagt. Ja, der hat ja alles gesagt. Er hat das gesagt in Lyon. Dabei, das stimmt. Genau, Thomas, aber in Lyon hat das gesagt. Auf dem Parkett nach 0-3 in Lyon. Genau, dann genau. Die Champions League und dann wurde die Uwe Seeler Traditionsmannschaft Champions League. So sieht's aus. Und dieses Jahr wird sie Deutscher Meister. Aber wir würden, also ich bin ja Kapitän dieser Mannschaft, würden wir schon gerne den ein oder anderen Spieler aus dem Kader zu uns nehmen. Du meinst, welche Mannschaft meinst du denn jetzt? Nein, die der Franz meint. Also die aktuelle. Also wir würden schon 2-3 aus dem aktuellen Kader Bayern München nehmen für unsere Mannschaft. Wen denn zum Beispiel? Das muss der Franz entscheiden. Habe ich gut gemacht, ja? Aber ja, das ist schon. Das ist schon ein Vorwurf von Franz Beckenbauer, ne? Auf seine ureigene Art. Und er hat ja nicht ganz Unrecht. Sogar Kimmich hat ja hinterher angesprochen auf das Beckenbauer-Zitat, gesagt, er hat schon recht. Fakt ist, dass die Ergebnisse stimmen beim FC Bayern. Sie spielen die erfolgreichste Rückrunde ihrer Vereinsgeschichte. Nur ein Spiel verloren in Leverkusen. Aber die Art und Weise des Fußballs ist halt relativ selten Bayern-like. Es gab sehr, sehr viele Nachlässigkeiten. Aber was ist denn Bayern-like für dich? Naja gut, das Spiel, was wir letztendlich jahrelang unter Pep Guardiola gesehen haben, dieses dominante Spiel, Ballbesitz-Fußball, also da war der FC Bayern schon dominanter, hat einen schöneren Fußball gespielt. Ich habe vergangene Woche mit Karl-Heinz Rummenigge darüber gesprochen, Bild am Sonntag-Interview, da hat er im Prinzip etwas sehr, sehr Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, die Ergebnisse stimmen, also ich habe ihn gefragt, die Ergebnisse stimmen, die Art und Weise des Fußballs relativ selten. Da hat er gesagt, man muss das verstehen, weil die Spieler natürlich schon sehr, sehr viel gewonnen haben, sehr, sehr viel erlebt haben. Und in der Liga dann manchmal so der letzte Funken am Feuer fehlt. Also das war halt die Begründung. Und letztendlich zielt Franz Beckenbauer genau in diese Richtung. Aber ich muss mal als Ex-Spieler mal was dazu sagen. Die sind haben 4 Punkte Vorsprung. Die werden in 2 Wochen zu 100% deutscher Meister werden. Ja? Worüber reden wir hier? Wir meckern schon wieder, wolltest du sagen. Ja, genau. Ja, und ich verstehe es nicht, weil als Spieler, und das war bei dir doch früher genauso, das ist das Bayern-Gen, wir haben das Spiel gewonnen, frag mich bitte nicht wie, das ist mal eng und schmutzig, aber das ist mir doch als Spieler egal. Aber dann stellt sich aber Kimmich hinterhin und sagt, er hat schon recht, es war gemessen. Ja, aber es gibt auch einen Thomas Müller, der das anders beurteilt hat, also das musst du denn auch sagen, also jetzt nicht den Kimmich nehmen und sagen, der gibt Franz Beckenbauer recht, Müller war ein bisschen kontra, das muss man dazu sagen, und es gibt auch Mannschaften, die in Schönheit sterben, also du sagst den Guardiola, wir haben so einen tollen Fußball gespielt, aber in der Champions League haben sie auch nichts erreicht. Das ist ja okay, aber ich denke, Stand heute Bayern München, die haben einen mega Rückstand aufgeholt, haben jetzt 4 Punkte vor. Ey, größten Respekt zu dieser Leistung. Und wenn ich noch was dazu sage, dann nehmen wir den Niko Kovac,
der eine für mich in einer schwierigen Phase im Umbruch des FC Bayern eine richtig, richtig gute Arbeit leistet, dass der permanent in der Kritik steht, in den Medien. Ich kann es nicht nachvollziehen. Da siehst du aber, wie, wie sehr dieser Stachel aus in der Champions League gegen Liverpool immer noch tief sitzt. Also das hat auch Rummenigge. Aber Liverpool ist ja auch keine Mannschaft, die du mal kurz herspielst. Ich dachte, ja, also das ist Laufkundschaft. Das ist eine ganz große Mannschaft. Und dass Natürlich. Du da ausscheidest, okay, Achtelfinale hört sich jetzt nicht gut an für den FC Bayern, aber es war Liverpool. Das darf man auch nicht vergessen. Du spielst aber an der Anfield Road spielst du spielst zu 0-0, machst ein richtig starkes Spiel, hast letztendlich das Weiterkommen, ja, ich will jetzt nicht sagen auf dem Tablett, aber es ist möglich. Und dann, gegen Liverpool. Und dann zu Hause, also, aber mit einer Leistung, wo alle sagen, das es hätte offensiver, aber das ist ja die Diskussion. Und wenn man sagt, nein, erstmal stabil und kompakt stehen, dann finde ich, war das die richtige Taktik von Niko Kovac in dem Spiel. Nach dem 1-1, wenn wir jetzt zurückgehen zu dem Spiel gegen Liverpool, da hätte man mehr Risiko gehen müssen. Das wären diese 5 oder 10 Minuten gewesen. Aber man kann ja jetzt nicht 90 Minuten sehen und sagen, das war taktisch alles verkehrt. Nein, war es nicht. Nee, ich habe ja nur gesagt, dass der Stachel des Champions League Auses bei dann Bayern, bei den Verantwortlichen, bei Rummenigge und Co. Immer noch unglaublich tief steht. Ja, das ist ja in Ordnung, aber dann müssen sie in Zukunft den Kader so zusammenstellen, und dafür ist Rummenigge und Co. verantwortlich, dass sie im nächsten Jahr eine bessere Rolle spielen in der Champions League. Ich finde, du hast so früh aufgehört, du brennst ja immer noch wie verrückt. Das ja, bei so einem Thema, weil das ist unfair Niko Kovac gegenüber. Ja. Alles gut. Ja. Komm. Ja, es gibt eine ganze Menge dazu zu sagen. Also erstmal, Hans Beckenbauer, wer, wenn nicht er, hat das Recht, sowas zu sagen. Es ist einfach sein Eindruck, ne, den er schildert. Ja. Aber natürlich, er bezieht sich auf Champions League und Europa League, wie er gesagt hat. Bundesliga muss man wirklich ein großes Kompliment machen, auch der Mannschaft, dass sie zum 7. Mal in Folge, die sind nicht satt und bringen es wieder ins Ziel, aller Voraussicht nach, vielleicht sogar das Double. Das ist eine unglaublich gute Leistung im ersten Jahr von Kovac, wo eine Art Umbruch eingeleitet worden ist. Das, aller Respekt dafür. Ne. Jetzt, dass Beckenbauer trotzdem einen Eindruck hat, den haben wir ja auch, wenn wir manche Mannschaften da sehen, hat natürlich damit zu tun, dass die durchaus anders budgetiert sind. Ja? Barcelona und Liverpool, das sind natürlich unglaublich aufgestellte Mannschaften. Man darf vielleicht Franz Beckenbauer auch noch sagen, dass Bayern ja gegen Ajax, also gegen diese furiose Ajax-Mannschaft, zumindest unentschieden, aber immerhin unentschieden gespielt hat und nicht verloren hat und mitgehalten hat. 3-3-1-1. Aber die haben auch nicht so ein hohes Gruppenspiel. Nein, aber das ist eine Mannschaft, die natürlich wesentlich jünger als die Bayern sind. Ich glaube, das ist auch, was er meint. Die unfassbar viel Dynamik auf den Platz bringt, die permanent im Tempo spielen kann, wie die ganze Mannschaft, die du Mittwoch und Dienstagabend sehen kannst. Und da müssen sie ein bisschen vielleicht auch nachjustieren, um Kovac auch zu helfen, wie Stefan das gesagt hat. Dann sind die Bayern dazu auch. Was sagt das über die Bundesliga aus? Wir haben nach langer Zeit endlich mal wieder einen spannenden Meisterkampf. Den hatten wir in den letzten Jahren nie und wir werden ihn in Zukunft möglicherweise auch nicht wiederbekommen. Das ist der Unterschied. Wir haben eine Übergangssaison beim FC Bayern, wo 2 Spieler aufhören. Ribéry-Rom, Umstrukturierung des Kaders, Generationswechsel, neuer Trainer, der schwer gestartet ist. Und ich bin da auch total auf Stefans Seite. Die Wertschätzung für Niko Kovac, diese Nervenstärke gezeigt zu haben, bei all der Kritik, die da war, das durchzuziehen, große Anerkennung. Möglicherweise ist am Ende der Saison der Trainer dieser Serie, der wirklich außergewöhnliche Trainer, der es geschafft hat. Aber wir werden, wenn jetzt neue Spieler kommen, der Kader anders aussieht, Wird anders an der Bewertung, aber wir werden keinen spannenden Meisterkampf mehr haben. Wir wissen, wie oft es ist, 4, 5 Spieltage vor Schluss ist klar, Bayern sind durch. Wir haben nach langer Zeit mal wieder einen spannenden Meisterkampf gehabt in den letzten Wochen. Und ich finde, Anerkennung für Kovac muss man liefern. Er hat das großartig hingekriegt auf diesen letzten Meter. Ich find auch, es verdient wirklich Respekt, wie er diese schwierigen Situationen gemeistert hat und dass er letztendlich die Mannschaft dann ja auch zu einer Konstanz geführt hat. Nur diese Kritik, die du eben angesprochen hast, die kommt ja nicht aus den Medien. Es ist ja nicht so, dass wir diese Kritik erfunden haben. Das meine ich ja. Sondern die kam ja teilweise aus der Mannschaft, teilweise aus der Vereinsführung. Natürlich nicht immer offensiv mit offenem Visier und unter Namensnennung. Aber es gab ja Ansatzpunkte. Und man hat ja auch gesehen, dass der FC Bayern in der Hinrunde ganz, ganz große Probleme gehabt hat. Und Teil der Wahrheit ist ja auch, wenn Dortmund letztendlich die Meisterschaft nicht verspielt und verschenkt, stehen wir heute noch mal ganz anders da. Ich glaube, ihr könnt es ja auch mal nicht schreiben.
Wir schreiben ja auch zu diesem. Also ich kann mich. Ich, so einfach ist es nicht. Nein, natürlich. Er kriegt ja für jede Zeile, kriegt ja auch Geld. Ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich kann mich an keinen positiven Ausspruch von Karl-Heinz Rummenigge in Richtung Niko Kovac. So ist es. Man hat aber den Eindruck, das meint er ja nicht um Schreiben. Das ist ja das, was er sagt. Was die Führung selbst sagt, ja. Nach außen sagt, nicht darum, dass die Journalisten das aufschreiben. Nein, natürlich, Karl-Heinz Rummenigge ist da schon einer, der eben nicht... Warum macht er das nicht? Was glaubst du? Weil er schockverliebt ist in Xabi Alonso. Du hast mit der Sonne gelesen letztes Mal. Hat er überhaupt schon einen Trainerschein? Das kannst du nicht machen. Ist er gerade dabei? Das kannst du nicht machen. Ist gerade dabei. Ja, super. Ich glaube, dieses Grundgrummeln hängt einfach entscheidend. Nein, aber ist das wirklich mal ernsthaft? Das hat auch was mit Respekt zu tun. Hätte Karl-Heinz Rummenigge das bei Jupp Heynckes gemacht? Nein. Ja. Jetzt, sag mal, wenn nicht nur, ich würde es vielleicht nicht nur auf Rummenigge reduzieren, sondern auch auf dieses Grundgrummeln, was aus meiner Sicht mit der Guardiola-Phase zusammenhängt. Da haben die Spieler gemerkt, dass sie vorankommen, dass sie besser werden, dass sie als Mannschaft funktionieren. Sie haben anders trainiert, als sie je trainiert haben. Klar, da hat Van Gaal was angeschoben, aber unter Guardiola wurde es perfektioniert. Und jeder hat davon profitiert, auch die Nationalmannschaft, die Deutsche. Und diese Spieler sind aber zum großen Teil noch da und wissen, wie sie unter Pep trainiert haben. Ja. Nur... auch Pep hat nicht, selbst mit Manchester City, nicht den maximalen Erfolg, ist jetzt auch wieder ausgeschieden. Das heißt nicht, dass du deswegen alle Titel gewinnst. Und vielleicht muss auch jeder Spieler ein bisschen abspecken. Jeder Trainer hat seine eigenen Vorzüge, seine eigene Art. Kovac macht es ganz anders. Der hat sicherlich auch eine Menge gelernt in diesem Jahr. Wenn man ihm ein bisschen Vertrauen schenkt, kann das auch auf diese Art, da bin ich komplett bei Stefan, noch eine sehr erfolgreiche, vielleicht sogar Ära werden. Bleibe ich nochmal bei Karl-Heinz Rummenigge. Ist ja lang genug dabei. Der weiß ja genau, was er damit bewirkt, Jörg, oder? Ja, klar, selbstverständlich. Er erhöht natürlich den Druck. Warum? Selbstverständlich. Warum jetzt? Naja, möglicherweise, weil er nicht wirklich zufrieden ist mit dem, wie der FC Bayern spielt. Und weil, möglicherweise auch, weil es nicht sein Trainer war. Und weil es nicht sein Trainer war. Genau. Ich meine, es ist bekannt, dass Thomas Tuchel Ante Porter stand und sich dann letztendlich die Bayern-Führung nicht auf Thomas Tuchel einigen konnte, der dann zu Paris Saint-Germain gegangen ist. Ja, und da läuft so das kam ja es dann letztendlich zu Niko Kovac. Ja, komm, gehen wir zu Gladbach. Komm. Rede über Gladbach. Da läuft alles. Komm. Wir drehen uns im Kreis. Nee, nicht wirklich. Gut, dann ich mache den anderen Vorschlag. Ja, was ist Thomas, was war in der Champions League gegen ManU? War auch nicht so gut. Pokalfinale von auch nicht so gut. Also diese Wunderlösung. Jetzt in der Meisterschaft verliert er auch immer. Jetzt gibt Kovac die Zeit und im nächsten Jahr greift er an. Mhm. Ich meine, das ist ja dieses Jahr schon in meinen Augen stand jetzt eine tolle Saison. Wäre doch eine absurde Situation. Ja. Niko Kovac holt 2 Titel und muss sich gefallen lassen, dass nach dem doppelten Titelgewinn immer noch über ihn diskutiert wird. Also Felix Magath wurde entlassen. Ja, das ist Bayern. Nach zweimal zwei Titeln. Also insofern, es geht immer noch schlimmer. Ne? Niko Kovac soll erstmal machen und dann kann man ein Resümee fällen. Er hat noch Zeit, hoffentlich. 2 andere nicht mehr. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei. Für diese beiden Herren gibt es ganz besonders viel Wertschätzung. Franck Ribéry und Arjen Robben, was haben sich die Fans gefreut, die beiden gestern noch mal zusammen auf dem Platz zu sehen. Sie sind ja die geniale Flügelzange, die eine ganze Dekade geprägt hat. Mit 7 Meistertiteln zusammen, Pokal, Champions League, was die nicht alles gewonnen haben. Und Franck Ribéry hat seinen Auftritt dann auch noch mal veredelt mit dem Tor zum 3:1. Sein erstes seit Dezember letzten Jahres. Und heute hat der Verein dann auch bestätigt, dass Franck Ribéry seinen Vertrag wirklich nicht verlängern wird. Also beide, Robben und Ribéry, werden den Verein verlassen. Es wird 2020 ein großes Abschiedsspiel geben. Und es wurde dann ja auch noch mal emotional, als Arjen Robben nach seiner langen Verletzung eingewechselt wurde. Auch das wollen wir uns noch mal anschauen. Es gab Standing Ovations und ganz, ganz viel Applaus für ihn. 5 Monate war also nicht mehr dabei und jetzt wollte er noch mal angreifen. Und wenn es nach dem Geschmack der... Es waren nur so 5 bis 6 Minuten auf dem Platz. Aber irgendwie brennt er immer, ne? Wir hören ihn mal. Ja, war ihm auch zu wenig, ne? Klar, natürlich bin ich glücklich. Das ist wie ein kleines Kind. 35 bin ich jetzt, aber wie gesagt, vieles erlebt. Aber ich wollte unbedingt da auf den Platz zurück und nochmal einfach Spaß haben und Fußball spielen. Das ist schon gut, ne? Oder? Schon cool, oder? Also, beide einfach mega und ich glaube, dass die ganze Bundesliga 2 großartige Weltklasse-Spieler verlieren wird.
Schönes Schlusswort. Dann gehen wir doch mal zu Max ein bisschen. Du warst ein bisschen ruhig in letzter Zeit, ne? Hier bei uns. Ne? Ich habe mich vorbereitet. Ja, ne? Also Borussia Mönchengladbach bringt sich gerade um die Früchte ihrer Arbeit, muss man sagen. Glänzende Vorrunde habt ihr gespielt, ne? Jetzt eine eher mittelprächtige Rückrunde. Champions League wird ganz, ganz schwer. Europa League wollt ihr aber unbedingt schaffen. Erstaunlich ist nur, dass ihr zu Hause im Moment nichts auf die Kette bekommt. Fußball kann grausam sein. Dieter Hecking und Max Eberl erleben ein Spiel, das beide gefühlt um Jahre altern lässt. Die stolze Borussia ist zwei Drittel des Spiels kein Gegner, sondern Opfer und das im eigenen Stadion. Die Heimschwäche in der Rückrunde gefährdet sämtliche Saisonziele. Die heimstärkste Mannschaft der Vorrunde hat seit 7 Spielen nicht mehr zu Hause gewonnen. Vor 12 Spieltagen war Gladbach noch Zweiter und Europa so gut wie sicher. Sie haben so gute Phasen während der Saison, immer wieder, dass das eigentlich hätte reichen müssen. Doch im Moment hat nur Torhüter Sommer internationales Niveau. Der Rest seit Februar in einer unerklärlichen Formkrise. Und seit 3 Wochen weiß Dieter Hecking, dass er am Ende der Saison gehen muss. Von der Psyche her hat der Dieter Hecking momentan keine Mannschaft, wo einiges auch allein und leicht geht. Das ist hundertprozentig so. Aber es geht noch mit der Brechstange. Hecking will Gladbach nicht als Lame Duck verlassen. Er wechselt den Torschützen zum vielleicht wertvollsten Unentschieden der Saison ein und bringt sich aus der Schusslinie. Wir sind hingefallen, sind aufgestanden, sind wieder hingefallen und wieder aufgestanden. Fazit: Hecking hat Gladbach doch noch Leben eingehaucht und Europa bleibt möglich. Aber die Borussia der Rückrunde hat im internationalen Geschäft nichts verloren. Oder doch, Max? Ganz mir so zusammenbauen, wann bin ich gerechtfertigt. Nach der Hinrunde war ich deutscher Meister von der Leistung her. Jetzt bin ich international gerechtfertigt. Also mir ist das alles mit zu schwarz und weiß. Wir spielen eine Saison. Ich will die Leistung gestern nicht schönreden. Also das erstmal vorn ab. Also ich sage nicht, dass wir gestern einen verdienten Punkt geholt haben. Wir haben einen Punkt geholt, wo wir ein Stück weit Moral gezeigt haben, auch wenn sich das etwas komisch anhört. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo wir ja großteils chancenlos waren. Aber die Mannschaft ist aufgestanden und hat sich wirklich gewehrt und hat dieses 2-2 nicht geschenkt bekommen. Das haben wir uns ein Stück weit eben auch erarbeitet. Mit viel Glück, aber wir haben es uns erarbeitet. Und deswegen unterscheide ich nicht zwischen Schwarz und Weiß, Hinrunde, Rückrunde. Es gibt Dinge, die wir in der Rückrunde nicht mehr so gut machen. Aber auch da hatten wir Spiele. Wir haben die ersten 3 Rückrundenspiele gewonnen. Wir haben auf Schalke gewonnen, in Leverkusen gewonnen, in Augsburg geschlagen. Wir waren genau in der Phase, wo wir hier saßen, wo ich die Sendung gesehen habe, wo wir quasi in den Kampf eingreifen hätten können, sollen, wollen. Dass wir das wollen, das ist sowieso klar. Dass wir was Großes erreichen wollen, ist sowieso klar. Trotzdem muss ich halt als der dafür verantwortlich ist, und ich trage für alles die Verantwortung, für die Mannschaft, für den Trainer, für die Entscheidungen, die wir fällen, trage ich die Verantwortung, muss ich immer ein Stück weit Realität auch Einzug lassen halten. Das ist halt meine Aufgabe. Und da haben wir danach eine Serie gehabt, wo wir uns haben leiten lassen, wo wir nicht mehr so stabil waren, wo wir vorne viele Dinge nicht mehr gut gemacht haben, hinten viele Gegentore bekommen haben. Und das hat uns ein Stück weit wirklich in diese Unsicherheit gebracht, die wir gerade haben. Und das ist gerade das Resultat. Trotzdem haben wir gestern einen Punkt gezogen und das hört sich immer noch doof an. Wir haben es in der eigenen Hand, nach Europa zu kommen, und das wollen wir auch. Mhm. Wo ist der Bruch entstanden, was glaubst du? Kann man das nicht? Du hast ja selbst gerade gesagt, 3 Spiele gewonnen. Mhm. Wir haben die eigentlich müsste das Selbstvertrauen dann nur so strotzen. Ja, normal sagst du, nach der Winterpause ist für mich immer so ein Moment, wo ich so ein bisschen Respekt habe, was passiert. Und dann gewinnst du die ersten 3 und sagst, hey, geht's nicht. Genau, du bist mit dabei, du bist richtig, richtig im Laufen. Und dann haben wir Dinge gemacht, wo ich gesagt habe, wir haben immer wieder versucht, nach vorne zu spielen, haben viel, viel Raum in unserer Defensive freigegeben. Wir haben viele Torchancen, die wir hatten. Wir haben nämlich genauso viele Torchancen wie fast in der Hinrunde. Aber wir brauchen 5, um ein Tor zu machen. In der Hinrunde haben wir 2 gebraucht, um 2 Tore zu machen. Das ist ein Stück weit abhanden gekommen. Es sind Selbstverständlichkeiten abhanden gekommen, was Abläufe betrifft. In der Defensive haben wir leichte Gegentore bekommen, die uns einfach ärgern müssen. Und die Bundesliga ist einfach so eng, dass du dann die Spiele eben nicht mehr gewinnst, im Gegenteil verlierst. Wir hatten zwar in der Phase immer noch gute Spiele. Also wir haben in Frankfurt 1-1 gespielt, ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir machen gegen Bremen, gegen Leipzig sehr gute Spiele. Wir holen aber die Siege nicht mehr. Und das ist momentan, jetzt haben wir, glaube ich, 8 Spiele nicht gewonnen. Das nagt natürlich an allen. Und das ist das, was wir gerade, wir müssen uns dagegen stemmen. Und das hat die Mannschaft gestern getan. Und da muss ich sagen, habe ich gestern auch Respekt vor der Mannschaft gehabt. Weil das Stadion war unruhig. Natürlich große Erwartungshaltung mit dieser fantastischen Hinrunde. Verstehe ich alles. Müssen wir gerade gegen richtig viele Widerstände ankämpfen. Hat die Mannschaft gestern in der zweiten Halbzeit nicht bravourös, aber mit Moral getan. Warum ist es zu Hause gerade so schwierig?
Ja, wir sitzen hier, sitzen Experten. Ich bin auch einer, der nicht alles erklären kann. Bei uns ist wie abgerissen mit diesem Heimsieg Hertha, wo wir ja hätten diesen Uhrzeitrekord brechen können und richtig eingreifen können, verlieren wir 3-0, wo ich sage, das Spiel gibt kein 3-0 gegen uns her, hat es aber hergegeben. Dann haben wir Wolfsburg gespielt, wo ich gesagt habe, machen wir ein richtig ordentliches Spiel, traue ich mich gar nicht sagen, bei 0-3. Wir verlieren es 0-3. Wir haben das gleiche Spiel in der Hinrunde gegen Mainz gehabt, das gewinnen wir 4-0. Also Fußball ist dann manchmal auch nicht immer alles ganz erklärbar. Und dann fängt aber an, das, was wir auch bei Dortmund diskutiert haben, es fangen Zweifel an, es fangen Momente an, wo du nicht mehr dieses Vertrauen hast. Dann gibt es eine Entscheidung, was den Trainer betrifft, wo ich sage, das würde ich gerne rausnehmen aus der Diskussion, weil das darf auch beim Profi kein Grund sein. Wir müssen wieder mehr an uns glauben, ist momentan schwer, das sind Worte, wir müssen wieder mehr an uns glauben und wie gesagt, das Schöne ist, 2 Spieltage vor Schluss haben wir es noch in der Hand, bei allem Negativen, was gerade ist, wir haben es in der Hand und wir werden alles dafür tun, das Ding zu ziehen. Gut, dann werden wir gleich weiter besprechen, wie fest die Hände sind im Moment, ja, ganz klar, was in Zukunft alles geplant ist und wie es natürlich auch mit Max Eberl persönlich weitergeht. Wir machen eine kurze Pause. Wir sind zurück beim Check24. Wenn Sie mal wissen wollen, was wir hier so in der Pause besprechen. Ne, wir haben gerade Tom Bartels gratuliert, ne, Matthias? Ja, also zu Recht übrigens auch. Mit Dieter Kürten. Ja. Wie hieß das nochmal? Toller Kollege, Quizduell Olymp. Im Ersten. Sie gewonnen. Und das ist ganz freitags, schwer, also, 18.50 Uhr, Martin. Ne? Ja, ich weiß. Gut, jetzt haben wir noch vor der Sportschau. Aber ich weiß ja, dass Tom schlau ist. Ne? Er macht. Ja. Kriege ich ja mit. So, Max, weiter geht's. Entschuldigung. Du hast erst mit Dieter Hecking verlängert, um dich dann doch jetzt zu entscheiden. Nee, im Sommer ist Schluss. Mhm. Warum? Ja, weil wir haben eine Hinrunde, wir haben im Sommer letzten Sommer schon sehr, sehr intensive Gespräche gehabt, weil auch da war ja schon eine kritische Stimme dem Trainer gegenüber, einige überrascht oder sogar viele überrascht. Ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ich setze mich mit ihm zusammen, dann gibt es Schokokekse. Ja, und dann war ja dann Spaß. Ich war so, ne? Oder? Ja, das war dann nachher der Spaß, der dann daraus entstanden ist. Aber ich wollte jetzt ernst antworten, was eben im Sommer betraf, dass wir da sehr, sehr intensive Gespräche geführt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen ein Stück was Neues machen. Nachdem wir lange, lange 4-4-2 gespielt haben, hat Dieter sich dann auch ein Stück weit entschlossen, was anderes zu machen mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, was schon eine Entscheidung war. Weil ich glaube, im Sommer war schon die Frage, wird Dieter bleiben oder nicht? Für mich war klar, er wird bleiben. Dann haben wir die Hinrunde gespielt, die wir gespielt haben. Und die war völlig zu Recht, waren wir auf diesem Tabellenplatz 3 und 4 und 2 unterwegs. Weil die Leistungen einfach grandios der Mannschaft war. Und dann war für mich der logische Zeitpunkt, im Oktober, November mit Dieter über den Vertrag zu reden. Das muss ich tun. Wir haben gemeinschaftlich entschieden, dass wir ein Jahr verlängern wollen, um einfach Ruhe zu haben für die ganze Saison. Und damals war auch noch gar nichts anderes abzusehen. Also man denkt immer, man plant so lang voraus. Nee, der Fußball, der ist so kurzfristig geworden, wo man ein Stück weit eben auch die Situation im Auge haben muss. Die hatte ich im Auge. Und dann entsteht halt trotzdem im Fußball auf einmal geht eine Tür auf, wo ich sage, als verantwortlicher Sportdirektor eines Vereins muss ich entscheiden, lasse ich diese Tür von mir vorbeigehen oder mache ich mir darüber Gedanken? Und als Marco Rose dann eben sich entschieden hat, im Frühjahr doch vielleicht im Sommer einen Vereinswechsel vorzunehmen, ja, dann glaube ich, ist es meine Aufgabe, darüber nachzudenken, ob so ein Trainer für Gladbach nicht in Frage kommen kann. Weil was ist denn der normale Ablauf? Wir diskutieren hier 6 Wochen lang, ob der Trainer noch der passende ist, dann wird er irgendwann entlassen und dann nimmst du den Trainer, der auf dem Markt ist und für deinen Club der Beste zu sein scheint. Wann kann ein Club mal entscheiden, ich würde gern strategisch einen Trainer nehmen? RB macht es gerade mit Julian Nagelsmann, Bayern hat es mit Guardiola gemacht, aber sonst ist es doch immer ein Not, dann nehme ich den, der gerade da ist. Und ich habe mich halt wirklich nach reiflicher Überlegung, das war keine Ad-hoc-Entscheidung, wirklich hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, was kann passen. Und das heißt nicht, dass ich dem Dieter einen vom Koffer geben wollte, sondern ich wollte einfach ein Stück weit eine neue Ausrichtung haben. Ich wollte eine neue Ansprache haben, ich wollte eine neue Idee haben. Jeder Trainer hat so ein Stück weit eine Grundidee. Und ich sah die halt bei Marco gegeben, die unserem Club gut tun kann. Und deswegen habe ich eine Entscheidung gefällt, wo ich ja wusste, ihr werdet mich fragen, erst verlängert und dann doch was anderes. Aber trotzdem habe ich die Entscheidung aus voller Überzeugung gefällt. Wolltest du Marco Rose schon eher haben? Und es hat nicht funktioniert, habe ich das gerade richtig verstanden? Nee, wir haben Marco Rose, habe ich kennengelernt. Und natürlich denkst du über Marco Rose auch nach, wenn eine Sommerentscheidung ist, wo wir keine gute Saison fertig gespielt haben und wir uns mit Dieter hinsetzen und sagen, Dieter, machen wir weiter oder nicht? Natürlich muss ich mir Gedanken machen, wer könnte denn wenn in Frage kommen? Und dann sondierst du den Markt und dann gibt es halt Trainer, die verfügbar sind und es gibt Trainer, die nicht verfügbar sind. Und Marco Rose war letzten Sommer nicht verfügbar. Nachdem ich aber entschieden habe, Dieter weiterzumachen, war das auch kein Thema mehr. Dann war die Sache auch vorbei. Aber natürlich haben wir uns da schon kennengelernt und schon mal drüber gesprochen. Hast du nicht Angst gehabt, dass das Risiko zu groß ist, wenn du jetzt Dieter sagst, im Sommer ist Schluss und du behältst ihn, ja?
bis zum Ende der Saison, dass es aber wo, vielleicht schief gehen könnte oder ist es vielleicht Auswirkungen auf die Mannschaft? Aber was soll ich machen? Soll ich 6 Wochen euch alle belügen? Soll ich 6 Wochen meinen... Du sollst meinen, mich gar nicht belügen. Na, aber das ist die Konsequenz. Wenn ich eine Entscheidung gefällt habe, Marco Rose wird auf Sommertrainer werden und wir vereinigen uns und wir sagen, das ist so, dann gehe ich zu meinem Trainer, das ist meine Art des Weisens, des Arbeitens, Transparenz, Offenheit. Ich gehe zum Dieter und sage, Dieter, hör mal zu, ich habe eine Entscheidung gefällt, das tut mir menschlich weh, weil ich Dieter schätze über die Maßen und Dieter ist ein sehr guter Trainer, aber trotzdem habe ich eine Entscheidung gefällt, wo ich eben nicht in einem Kader verändert habe, sondern neben dem Kader verändert habe, und sag ihm das. Und dann sind wir der Meinung gewesen, es bekannt zu geben, weil diese Ruhmeierei mag ich nicht. Das mag ich meinem Trainer gegenüber nicht, das mag ich auch der Öffentlichkeit gegenüber nicht. Lügen ist nicht mein Naturell. Aber natürlich haben viele Menschen gefragt, ja, jetzt sind wir mit dem Deckmantel halten müssen, dann wäre die Mannschaft noch motivierter gewesen. Nein, meine Sache ist, Entscheidungen fällen, bekannt geben und dann durchgehen. Und deswegen gehe ich auch mit Dieter da durch, weil ich ihm das gönne wie kein Zweiter, dass wir zusammen und alle, die in Borussia wohlgesonnen sind, nach Europa kommen. Und das ist meine große Aufgabe, die ich jetzt die letzten 6 Wochen und auch die nächsten 2 Wochen noch durchziehen werde. Also du hast nicht das Gefühl, dass du der Mannschaft damit auch ein Alibi gegeben hast? Warum soll ich der Mannschaft, wir haben gerade drüber gesprochen, die Spieler Alibi geben, warum? Die Mannschaft will nach Europa, der Verein will nach Europa, jeder Spieler will nächstes Jahr auch in irgendeinem Wettbewerb spielen. Also ist egal, wer draußen steht, sagst du im Prinzip? Nein, das sage ich nicht, aber die Mannschaft und Dieter Hecking, das ist eine Symbiose, das merke ich doch. Also ich bin doch, das müsst ihr mir schon zugestehen, sehr nah dran. Und wenn ich merke, dass die Mannschaft irgendwann wegdriften würde von einem Trainer, egal ob ich einen anderen hole oder nicht, dann muss ich handeln. Wenn ich aber merke, dass diese Mannschaft und der Trainer mit seiner Art und Weise zusammenpassen, ja, dann halte ich dran fest, weil krampfhaft irgendwie jetzt aktionistisch was zu tun, das ist ja nicht die Art und Weise, wie ich Borussia Mönchengladbach vertreten möchte. Die Leistungen sprechen aber nicht so richtig dafür, oder, Reinhold? Trotzdem nachvollziehbar, dieser Weg, den Max da gegangen ist. Wir haben ja vor einiger Zeit hier schon mal drüber diskutiert. Es ist die Frage, was willst du in so einer Situation machen? Trainer austauschen nochmal, wenn du dich eigentlich... Das ist populistisch und das ist in dem Fall auch nicht Gladbach-like. Das würde ich von Gladbach nicht erwarten in so einer Situation. Frühzeitig zu entscheiden, ich gehe einen neuen Weg und wenn ich die Möglichkeit habe, einen außergewöhnlichen Trainer zu bekommen, wir müssen gleich mal ein bisschen hier über Marco Rose reden, um auch zu verstehen, warum er möglicherweise auch ein Gewinn für die Bundesliga ist, finde ich, dann ist das eine Entscheidung, die souverän ist und die hat er getroffen. Es wäre natürlich jetzt ziemlich dämlich, wenn Gladbach das mit Europa nicht hinkriegen würde, dann bleibt da was zurück, was nicht schön ist für Hecking und für Gladbach, das ist klar. Es gibt ja auch das Beispiel Wolfsburg mit Labbadia, wo das gerade funktioniert. Ja. Die Situation ist ähnlich, auch da ist die Entscheidung getroffen worden, dass man sich verändert. Für mich überraschend, sehr überraschend, weil Labbadia das da zumindest von außen betrachtet und was die Punkte angeht, gut macht. Aber da kommt auch ein Neuer und die gewinnen ihre Spiele im Moment wieder. Motivation ist da. Ja. Aber Max, du wirst dir auch Gedanken machen, das Spiel in Stuttgart war nicht gut. Richtig. Gestern war die Leistung ja auch größtenteils nicht besonders gut, oder? Ja, ist richtig. Also ich sehe das also ja auch. Aber soll ich jetzt nach 2 Spielen, ich nehme Fortuna Düsseldorf noch dazu, nach 3 schlechten Spielen in der Rückrunde, soll ich dann einen Trainer entlassen, der davor 3 Spiele, und ich sage bewusst die Spiele, nach der Trainerentscheidung, Bremen war ein sehr gutes Spiel, das müssen wir gewinnen. Ziehen es aber momentan nicht. Wir spielen dann Hannover, gewinnen das, nicht bravourös, wir gewinnen es. Und momentan geht es ein Stück weit auch um Ergebnisse. Mhm. Und wir spielen gegen Leipzig, für mich momentan die beste deutsche Mannschaft, von Attraktivität und Qualität und Punkten. Und machen ein sehr gutes Spiel, holen da leider nichts. Den Punkt haben wir gestern sehr, sehr glücklich dann wieder zurückbekommen. Ich möchte halt alles mal betrachten und ich möchte halt nicht diese Kurzfristigkeit, ein Spiel gut, alles im Himmel durchjauchzend, ein Spiel schlecht, zu Tode betrübt. Ich muss schon ein bisschen gucken, was passiert. Und jetzt einen neuen Impuls von irgendwoher, wo ich nicht weiß, wer und woher, gäbe es die Garantie, würde ich ihn holen. Es gibt aber keine Garantie. Es gibt jetzt eine Mannschaft, die momentan sehr mit sich zu tun hat. Es gibt einen Trainer, der mit aller Macht was erreichen möchte und auch sehr, sehr motiviert ist, das zu erreichen. Einen guten Trainer und einen Verein, der hinter dem Trainer steht und eben nicht jetzt umfällt und sagt, es ist alles schlecht. Die Leistung gestern und gegen Stuttgart, die war nicht gut. Ein Stück weit eben haben wir auch selbst gemacht, weil wir bei unserer Mannschaft oft von Mentalität sprechen. Wir haben eine Fußballmannschaft und momentan fällt uns das Fußballspielen sehr, sehr schwer. Und dann mussten wir gestern was in die Waagschale werfen, was eigentlich gar nicht groß unsere Qualität ist, nämlich diesen Mut, gegen alles mal dagegen zu halten und trotzdem noch diesen Punkt zu ziehen. Also wie gesagt, das habe ich vorhin bei einer anderen Antwort schon gesagt, ich habe Respekt vor dieser Mannschaft, wie sie das gestern bei aller Schwere gemacht hat. Und wir werden Europa schaffen, dafür werden wir alles tun.
Stefan, wie beurteilst du die Situation? Also ein großes Plus natürlich für Borussia, sie haben es selber noch in der Hand. Das ist mal ein Fund. So, sie haben jetzt noch zwei Spiele, die fahren jetzt nach Nürnberg und bekommen Dortmund. Ich habe zu Max vor der Sendung gesagt, und ich wünsche mir natürlich, dass Dieter Hecking bis zum Ende Trainer bleibt. Eigentlich brauchst du in diesen beiden Spielen überhaupt keinen Trainer, weil ich erwarte jetzt von der Mannschaft, dass sie gegen Nürnberg gewinnen. Und das Heimspiel gegen Dortmund brauchst du auch nicht groß Taktik und motivieren. Du weißt ja, was kommt. Also wir reden ja jetzt nicht vom Anfang einer Saison, sondern zum Schluss. Das sagt man so leicht, ne? Ja, aber jetzt die Frage stellt sich ja, hat Borussia diese Spielertypen, die jetzt sagen, pass mal auf, jetzt lassen wir mal alles außen vor und konzentrieren uns mal auf uns wieder selber und regeln das jetzt mal selber für den Trainer auf dem Platz, was nämlich Jan Sommer zum Beispiel gesagt hat, wir wollen den Trainer vor ein paar Wochen einen schönen Abschied, ja, dann macht das jetzt. Ihr habt noch zwei Spiele, habt das selber in der Hand, bewegt das. Das erwarte ich jetzt. Ja. Das ist ja genau die Frage, Stefan, was du beschreibst. Gibt der Kader diese Spielerpersönlichkeiten her? Genau, Stindl ist nicht da, nicht mehr auf dem Platz, verletzt und so weiter. Ist möglicherweise das so ein Punkt, so eine Schwäche im Kader, wo die ganz großen Persönlichkeiten fehlen? Das ist ja das, was Stefan thematisiert hat. Allgemein im Fußball, wenn wir über Kader sprechen, ist die allgemeine Problematik, dass wir diese Typen, von denen wir oft reden, nicht mehr so vorfinden. Es gibt ganz, ganz wenige, die... Woran machst du das fest, dass es so grundsätzlich ist? Weil ich die Bundesliga betrachte. Und für mich gibt es eben einfach weniger, jetzt ist natürlich Stefan ein außergewöhnlicher Typ gewesen, wenn ich das sagen kann. Chaka war einer zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Ja. Aber diese Typen, die das alles vereinen, auch die Siegermentalität, die spielen halt dann bei den ganz großen Clubs dieser Welt und nicht bei Vereinen wie Gladbach, wie Hoffenheim, wie Frankfurt, die um was kämpfen. Wir müssen Spieler finden und das haben wir immer getan. Deswegen sind wir auch da, wo wir sind, gerade mich, in der oberen Tabellenhälfte und das die letzten 7 Jahre. Das ist für einen Club wie Gladbach, der irgendwo dann auch mal in der Versenkung war, nicht ganz so verkehrt. Und wir kommen halt über diesen fußballerischen Ansatz, wir kommen über diese Sache, wo wir gern agieren wollen. Das hat in der Hinrunde, nochmal, wir reden über die gleiche Saison, über die Hinrunde und große Teile der Rückrunde auch sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt einen zu haben, und das ist nicht die Mannschaft, die wir haben, Entschuldigung, darf ich das sagen? Simeone hat es auch gesagt, mit großen Bällen und dann wirklich Kochonis stehen und jetzt, das ist Gladbach nicht gewesen. Das war gerade Xhaka und Martin Stranzl, das waren so die Letzten. Jetzt haben wir sehr, sehr gute Typen, sehr, sehr gute Charaktere, ehrliche. Wir müssen ins Fußballerische mitkommen, wir müssen es als Gruppe lösen und Dieter ist der Typ an der Seite, der das mit aller Macht versucht zu moderieren und das auch tut. Und deswegen, wir haben eine Tendenz, die nicht positiv ist. Trotzdem spüre ich, dass wir die Chance haben, es zu schaffen. Kann man die Spieler da wieder hinbringen? Da ist sehr, sehr viel Einfluss. Also, darf ich das sagen? Ich bin im Jugendfußball sehr, 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 sehr tief drin. Und wenn du dann heutzutage 14-, 15-jährige Kinder siehst, die eben dann eine Entourage um sich herum haben, wo du gar nicht mehr kritisieren darfst. Weil wenn du kritisierst, sagen sie, okay, dann gehen wir. Und das ist halt die Mentalität ein Stück weit auch in der Gesellschaft unserer Kinder. Da sind wir alle mit im Boot. Dieses Kritikfähigkeit und dieses auch mal stehen, wenn es mal Widerstand gibt, muss ich auch meine Erziehung immer mit berücksichtigen. Das fehlt uns allen und das ist die Konsequenz. Also ist ja nicht, dass wir sie dahin erziehen. Wir tun unser Teil dazu, wir tragen unseren Teil dazu bei ein Stück weit. Aber es ist auch viel, was Erziehung mit Kindern, mit Widerstand, sowohl in Schule als auch in Fußball. Ich will jetzt nicht gesellschaftspolitisch werden, bitte, da, weit von entfernt, aber die Quintessenz haben wir, dass wir eben nicht mehr diese Selbstbestimmten, sondern sehr viel fremdbestimmt haben. Gut, das ist ja das, was ich meinte mit der Frage, was sich da grundsätzlich verändert hat. Das heißt, wenn du so einen Typen wie Hazard hast, oder er steht vielleicht beispielhaft dafür, ich kann es nicht beurteilen, so von innen raus, aber wenn der Spieler sich als Unternehmer versteht und sagt, okay, ich bin jetzt hier 2-3 Jahre und dann bin ich weg und dann bin ich auch gedanklich weg und da verdiene ich mein nächstes größeres Geld. Sind das dann nicht mehr diese Typen, die sagen, ich bringe das hier ordentlich zu Ende? Wir hatten aber in Gladbach, und das tut Thorgan auch, er ist halt jetzt in dieser Tendenz sehr stark verwurzelt, weil er eine Rückrunde ein Assist hat, meine ich. In der Hinrunde war er, glaube ich, mit Nummer 3, Nummer 4 der Scorer. Also das ist dann schon, was uns schadet, wenn solche Spieler das Niveau nicht mehr erreichen, aus welchem Grund auch immer. Aber ich möchte es nicht so als Söldnertum darstellen, weil wir haben angefangen über Marco Reus, über Granit Xhaka, über Max Kruse. Du hast es aber beschrieben, das Phänomen. Wir haben das immer wieder. Und damit ist Gladbach auch groß geworden. Das hat uns aber auch wieder dahin gebracht, weil wir Transfererlöse erzielen können. Und es sieht aus, dass wir mit Thorgan auch ein Transfererlös erzielen, nachdem er uns 3, 4, 5 Jahre richtig geholfen hat.
ja, er ist ein bisschen Sinnbild, weil er eben nicht mehr diese Qualität momentan auf den Platz bringt, wie wir sie eigentlich von ihm bräuchten. Max, lass uns kurz auf, oder Reinhold, kurz die Daten zu Hazard anschauen. Ja, da können wir das verdeutlichen. Das waren nämlich tatsächlich in der Hinrunde 9 Tore, 6 Vorlagen und jetzt in der Rückrunde eben kein Tor. 4 Vorlagen waren es dann doch noch. Aber ja, wie Max Eberl das gesagt hat, das ist wirklich sinnbildlich. Und jetzt liebäugelt er ja mit dem BVB. Da ist die Frage, inwieweit das jetzt natürlich seinen Marktwert drückt, wenn er in der Rückrunde nicht mehr so performt, was das für euch bedeutet, ob ihr auf eure gewünschten 40 Millionen dann auch noch kommt. Also ich muss du kriegst ganz einfache Fragen heute wieder. Ich muss fairer sagen, die gewünschten 40 Millionen. Max Eberl, finde mir ein Zitat, wo ich sage, ich hätte gern 40 Millionen. Ich habe nie von 40 Millionen gesprochen. Jetzt gerade. Aber nicht. Er zitiert ein imaginäres. Genau. Also du willst mehr haben. Ich will einfach nicht dieser... Nein, ich glaube, du hast gesagt, einen leistungsgerechten... Ich versuche für meinen Club, für einen Spieler, der über lange Zeit sehr gut performt hat, jetzt in der Rückrunde nicht gut performt, Klammer auf, ich möchte ihn trotzdem rausnehmen aus dieser Kritik, die ein Stück weit auf ihn einprasselt, er sei ein Söldner und würde nur noch an den anderen Gedanken haben, was die Zukunft betrifft, da würde ich ihn bitte rausnehmen, weil er komplett bei uns ist, aber die Leistung momentan auch nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Ich versuche einfach, einen guten Preis zu erzielen, wenn wir uns mit dem Club einig werden können, um halt für mich den nächsten Schritt zu gehen. Und Borussia Mönchengladbach hat mit diesem Transfer lösen. Marco Marin, Marco Reus, Max Kruse, Ter Stegen, Dahoud, Granit Xhaka, haben wir uns dahin entwickelt, dass wir eben eine Mannschaft sind, die eben anders wahrgenommen ist. Und Thorgan wird der nächste, vielleicht große Transfer sein, wo wir uns weiter dann breiter aufstellen können. Er hat noch ein Jahr Vertrag, ne Max? Ist ein Jahr richtig? Kannst du es dir eigentlich leisten, ihn nicht zu verkaufen? Nein. Ja. Was soll ich anderes jetzt hier sagen? Also ich schwäche doch meine Verhandlungsposition nicht. Natürlich ist Gladbach ein Club. Hast du auch wieder recht, ja. Natürlich ist Gladbach ein Club, der immer wieder verkaufen muss. Und das meine ich gar nicht. Ich will bitte nicht als Ausbildungsverein verstanden werden, weil das trifft jeden Club in der Bundesliga außer Bayern München. Aber ein Beispiel, Yannick Westergaard haben wir letztes Jahr für 25 verkaufen können und damit erst Player leisten können. Also das ist die Geschichte von Mönchengladbach. Und wenn wir eben immer wahrgenommen werden mit den ganz Großen, dann hat es sehr viel mit der Tradition zu tun, dann hat es sehr viel mit dem Namen zu tun, dann hat es auch mit den jüngeren Erfolgen zu tun. Das möchte ich bitte auch unterstreichen, weil was wir geleistet haben, das ist schon besonders und auch verdient gewesen. Aber es ist halt immer wieder eine Ochsentour, die wir gehen müssen. Und wir müssen eben mit dem Geld, was wir einnehmen, hart einnehmen, schwer einnehmen, wo wir Qualität verlieren, auch immer wieder gut investieren. Und das ist die Aufgabe, die wir alljährlich haben. Max, ich gebe dir jetzt einen Spot Zeit, uns die Summe zu nennen. Dann sind wir gleich wieder da. Max, ich formuliere die Frage anders. Also, ich finde mich viel besser, aber gibt es da eine Schmerzgrenze? Ja, es muss schon passen für uns. Also wenn ich jetzt für einen Spieler wie Thorgan Hazard, ist ein ganz banales Rechenbeispiel, 10 Millionen Euro bekäme und ich erreiche nächstes Jahr mit Thorgan Hazard in der Fernsehgeldtabelle querstrich sogar den Europapokal, dann verdiene ich das Geld ja wieder. Also es muss schon so sein, dass es für mich einen Sinn gibt, warum ich einen Spieler, der mir nächstes Jahr mehr Qualität für den Kader bedeuten würde, abgebe. Es ist ja relativ... ersichtlich. Also ich glaube, der hat momentan bei Transfermarkt so 40, 42 Millionen. Dann ist Christian Pulisic, geht für 64 Millionen von Dortmund zu Chelsea. Ein Spieler vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Und dann kann man, glaube ich, nicht für ein Hazard 20 kriegen und zufrieden sein. Also ich finde, da kann man sich schon ein paar Parallelen holen. Und natürlich ist das gerade so. Es hängt natürlich davon ab, was ist ein anderer bereit zu bezahlen. Also ich kann mir gerne wünschen und das ist schön, was ich mir wünsche. Aber es gibt halt auch einen Partner, der sagt, oder einen Gegenpart, der sagt, naja, aber ich bin auch nur bereit, das. Dortmund also, ist nicht Chelsea, klar. Das ist so, und das sind besondere Transfers. Deswegen dieser ganze englische Transfermarkt ist ganz anders als der deutsche Transfermarkt. Mhm. Der deutsche Transfermarkt hat seine eigenen Gesetze ein Stück weit. Da gibt es eigene Größenordnungen. Wir alle drehen ein bisschen durch, ich auch. Wenn der englische Transfermarkt öffnet, dann sind wir auch mit größeren Zahlen unterwegs. Alles, was Deutschland ist, ist etwas realistischer bei allen Größensummen, Entschuldigung, dass ich das sage, die im Fußball umherkreisen. Also wünsch dir was, ist es nicht, sondern so ist es. Und wenn ich was am Tisch habe, dann muss ich darüber entscheiden. Aber ist es nur Dortmund oder wen hast du aus England? Ja, keinen leider. Ja, habe ich doch nicht verstanden. Okay. Nein, Thorgan ist ein interessanter Spieler auf dem Markt, das merke ich. Aber natürlich, Ruth hat es ja gerade richtig gesagt, die Rückrunde ist jetzt nicht so, dass dieser Highspot weiter bleibt. Wie schwer ist es denn, ihn zu ersetzen? Du musst ja dann wieder jemanden holen, logischerweise. Ne? Ich habe einen Trainer geholt. Der ist so teuer, oder was? Schwer zu ersetzen ist ja, es kommt ja ein Trainer mit einer neuen Idee, vielleicht mit einer neuen Taktik. Von daher, vielleicht wird er gar nicht mit dieser Taktik
Spielen, wo Hazard sich so pudelwohl gefühlt hat. Also das muss man ja auch mal sehen. Also wir verdienen Geld, um einfach unseren Kader wieder weiter zu ergänzen. Und ich sage ja bewusst, aber erstmal, ich muss erstmal die Qualität, die Hazard, auch wenn es gerade momentan vielleicht für den einen oder nicht so toll scheint, aber trotzdem Qualität verliere, die muss ich ja erstmal irgendwo anderweitig wiederfinden. Und ich habe das Beispiel Westergaard Player gerade gebracht. Das heißt nicht, dass wenn mir Hazard geht, alles auf diesen einen Spieler geht, sondern wir werden ja versuchen, ein, zwei, drei Spieler zu machen, die uns auch weiterbringen. Komm. Wenn wir die Zeit haben, würde ich gerne maximal würde ich die Chance nutzen, zu fragen, was macht Ajax besser? Wenn ich höre, dass bei uns diese Spielertypen fehlen, wenn die mit einer Viererkette aus der Ajax-Jugend spielen und noch einen De Beek haben und einen De Jong, schaffen die es ja irgendwie, die Leute selbst auszubilden, die auf diesem absoluten Top-Niveau mithalten können und nochmal unfassbare Summen akquirieren, einfach nur aus Interesse. Ja, aber was haben die richtig gemacht in den letzten Jahren, dass die diese Spielertypen offensichtlich ausbilden? Ajax waren, das möchte ich auch bitte erwähnen, die haben das eine Euroleague-Finale gehabt, aber sonst war Ajax, die in den 90ern überragend waren, damals schon. Aber viele gute verkauft, nach überall, nach halb Europa, auch jetzt noch. Danke, das ist leider auch unser Schicksal, aber Ajax hat jetzt lang gebraucht, dahin zu kommen wieder, fast 10 Jahre gebraucht, um wieder da zu sein. Jetzt haben sie gerade ein Jahrhundertjahrgang mit De Ligt, mit De Jong, Tagliafico haben sie geholt, Danny Blind haben sie geholt aus Manchester United. Die komplett verlieren im Sommer. Also vielleicht. Oder ist das die Qualität der Ausbildung da? Nein. Weil die haben, glaube ich, auch sehr gute dahinter schon wieder. Ne? Und daraus könnte im deutschen Fußball auch durchaus was mitnehmen. Aber der deutsche Fußball, Ajax Amsterdam ist jetzt einmal wieder dabei. Max, und du hast gerade gesagt, dass wir die Spielertypen nicht mehr haben. Dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass wir nicht die haben, aber, die Brust rausstrecken. Nein. Wir haben über Führungsspieler gesprochen und De Ligt und De Jong sind gute Fußballer. De Beek. Die sind gute Fußballer. Da rede ich jetzt nicht darüber, dass die jetzt hier, die haben natürlich gerade eine Saison, wo wir alle sagen und auch neidisch hinschauen, sie nicht falsch verstehen. Aber auch wir haben gute Fußballer. Ich möchte das nicht immer so alles über einen Kamm scheren. Wir können gerade schauen, was die Holländer machen. Sie machen es gut. Die Franzosen machen es sehr, sehr gut. Da müssen wir Deutschen auch wieder hinkommen, was die Ausbildung betrifft. Ich möchte aber jetzt mit, was macht Ajax besser? Sie haben halt auch ein Stück weit die Ruhe. Sie haben eine Liga, wo ich eben am langen Ende auch mal gegen Zwolle, und ich schaue viel Holland und gegen Sandtreuden ist Belgien, Entschuldigung. Zwolle und Heerenveen und Groningen, da spiele ich halt auch mal, wie ich spiele. Da brauche ich das nicht. Die Bundesliga hat schon ein Stück weit anderes Niveau, wo ich jedes Woche bringen muss. Weil Barcelona, ich habe Barcelona gesehen jetzt am Mittwoch, glaube wir alle, es hat einen Spaß gemacht, verlieren auch gegen Celta Vigo gestern. Also auch das ist möglich. Fußball ist eben nicht automatisch, so ist es, sondern es ist immer wieder harte Arbeit. Ajax macht gerade einen herausragenden Job, aber ich bin auch mal gespannt, was dann passiert, wenn jetzt die ganzen De Ligts und De Jongs gehen werden. Genau. Dann müssen sie auch mal wieder in die Spuren kommen. Ich widerspreche dir ungern, Tom. Wir sind immer dabei, Ajax grundsätzlich zu verherrlichen, weil sie früher irgendwie das großartig hingekriegt haben über lange Strecke. Es gab sehr müde Jahre bei Ajax in der Zwischenzeit. Und das ist jetzt eine Generation, die da ist, die sie hingestellt haben. Toll. Aber ich glaube, es geht. Das dauert, wie Max sagt. Das meine ich. Das ist das Interessante ist ja, dass aber du das ja woanders auch lernst und guckst, warum haben die Typen, die wir gerne hätten? Ja. Ich finde die grundsätzliche Frage, gesellschaftliche Veränderung so. Ich meine, Max, du bist so lange dabei. Du sagst, es sind andere Typen, andere Spieler. Alles sei ein bisschen schwerer. Musst du heute mehr mit Spielerberatern reden als mit Spielern selbst? Was hat sich verändert? Mit dem Ganzen drumherum. Das Ganze drumherum. Also wie gesagt, ich fange ja schon an, bei 14-, 15-Jährigen nur noch über Berater zu reden. Also da mit den Jungs zu erziehen und zu sagen, hör zu, könntest du mal ein bisschen mehr oder auch mal erziehen, zu sagen, ich setze dich mal 3 Wochen, du bist mal 3 Wochen aus dem Training raus, ist es fast nicht mehr möglich, weil dann hast du die Gefahr, dass der Berater sagt, na gut, dann gehe ich mit dir woanders hin. Du wirst hier nicht mehr gefördert, du wirst nicht wahrgenommen, dann gehe ich mit dir woanders hin. Das ist schon ein Problem, was wir haben. Also es sprechen ganz, ganz viele Menschen mit diesem Spieler. Früher war es ihr beiden. Es war der Cheftrainer und dein Vater und deine Mutter. Die haben mit dir gesprochen. Heute ich sage ja, unsere Schuld ist auch. Pädagogen, Psychologen, Co-Trainer, Athletiktrainer, Spezialtrainer, Internatsleiter, Jugenddirektor, vielleicht ich dann irgendwann mit dem U17-Spieler, Berater, Eltern, Sportartikelhersteller. Das ist alles das Primbamborium um einen Jugendspieler, der gut ist. Und das Problem hat Ajax mit Sicherheit auch. Ja, das weiß ich nicht. Wenn du bei Ajax in der Jugend bist, und du spielst mal nicht, dann sagt der Papa nicht, dann gehe ich mit dir nach Zwolle. Eine Person hast du bei uns beiden noch vergessen. Der Busfahrer war auch ganz wichtig für uns. Für euch beiden, ja. Nein, es gibt eine Kontinuität bei Gladbach und das ist
Der sitzt seit 20, 30, gefühlt seit 100 Jahren auf der Bank und das ist Uwe Kamps. Solange der noch da ist, ist alles in Ordnung. Solange er die kurze Hose anhat. Ja. So, also, wir reden da gleich noch weiter über Borussia Mönchengladbach. Wir wollen natürlich von dir auch wissen, was ist das Besondere an dem neuen Trainer? Und du musst uns noch erzählen, wann du zu den Bayern gehst. Vorher können Sie erstmal wieder 100.000 Euro gewinnen. Viel Glück, bis gleich. Sind immer noch live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen und zurück beim Check 24. Dort was. Max, wir haben auch noch mal was Schönes, ne? Haben wir uns schon am Anfang der Sendung angeschaut, der Ausgleich, ne? Ob er verdient war oder nicht, ist völlig egal. Zumindest hier herrlich rausgespielt. Also Drimmitsch war, wie viele Minuten vorher drin, Max? Weiß ich gar nicht mehr. Nicht viel. Gefühlt, ne? War das der erste Ballkontakt so ungefähr. Ne? Relativ gut, aber das muss ich sagen, das spielen wir selbstbewusst, obwohl wir da noch nicht viel Grund hatten, selbstbewusst zu sein. Aber den Spielzug haben wir wirklich selbstbewusst gespielt. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon öfters gesagt, das hat die Mannschaft dann wirklich mit viel, viel Herzblut und viel auch sich dagegen stemmen dann doch noch gezogen. Und wir haben zweimal einen Rückstand aufholen müssen gegen eine Mannschaft, die eigentlich schon 4-5-0 hätte führen müssen. Da habe ich schon Respekt, wie wir das gemacht haben. Hecking hat gut gewechselt. Also immer Traoré rein, Bayer rein. Die haben wirklich sehr viel Schwung gebracht in der zweiten Halbzeit, wenn man so sagen kann. Dann Drimmitsch rein. Also ich habe gestern gelesen... Wenn ich jetzt fies war, würde ich sagen, es konnte ja auch noch nur besser werden. Da hast du recht. Aber gestern habe ich gelesen, ein sehr gutes In-Game-Coaching vom Trainer. Früher hätte man gesagt, er hatte ein gutes Händchen. Heute heißt es In-Game-Coaching. Finde ich sehr interessant. Max auch noch nie gehört. Ist es Wahnsinn, was es für Begriffe inzwischen gibt. Aber nochmal, die alle drei Wechsel waren gut. Und okay. Da zeigt sich ja auch, dass der Trainer und die Mannschaft, dass das noch funktioniert und der Draht da ist. Insofern, also ich wollte einfach nur sagen, das 2-2 kann noch Gold wert sein für Borussia Mönchengladbach. Und damit gebe ich zu Ruth. Präsentiert von Euromillions, der spannendsten Lotterie Europas, bei lottoland.gratis spielbar. Das passt doch ganz gut, Euromillions, denn minus 3,64 Millionen ist unsere Zahl der Woche. So hoch ist nämlich der Verlust, den Borussia Mönchengladbach im Jahr 2018 zu verzeichnen hat. Zum ersten Mal seit 2011 schreiben sie rote Zahlen und der Gesamtumsatz ist gesunken, wenn man es vergleicht mit den anderen großen Clubs. Dortmund, Bayern, da ist der Umsatz gestiegen. Der Geschäftsführer Stefan Schipper sagt, wir sind gesund, aber nicht reich. Und er ermahnt nochmal dazu, wirklich das internationale Geschäft zu erreichen. Allein für die Europa League sind ja 10 Millionen garantiert in der Gruppenphase, für die Champions League 30 Millionen, weil er sagt, sonst müssten wir an die Hauptausgabenseite gehen. Das ist die erste Mannschaft. Also da geht es dann an Gehaltskürzungen etc. Wie groß ist der finanzielle Druck? Die Frage gebe ich gerne weiter. Die Zahl der Woche wurde Ihnen präsentiert von Euromillions, der spannendsten Lotterie Europas, bei lottoland.gratis spielbar. Ja, natürlich an dich, Max, ne? Logischerweise. So arbeite ich seit 10 Jahren. Mit dem finanziellen Druck, oder? Dass wir wissen, wenn wir sportlichen Erfolg haben, können wir investieren. Wenn nicht, müssen wir abgeben. Und deswegen ist ja das, ich sitze hier seit 10 Jahren, nicht Gott sei Dank jeden Tag oder jeden Sonntag, sondern ab und zu. Also und wenn erkläre, du Zeit hast, jederzeit gerne, ne? Also das ist nein, Problem. Und erkläre den Weg von Borussia Mönchengladbach. Der muss ja auch noch nach Zwolle. Das ist jetzt der Running Gag, komm. Da muss ich nicht mehr zum Verhandeln hin, hoffentlich. Ich habe keine Chance. Aber das ist der Weg, den wir seit 10 Jahren gehen. Das ist der Weg, wo wir hart an der Kante segeln. Wir haben den Umsatz gesteigert. Wir sind auf einem deutlich höheren Niveau. Nicht vergleichbar mit Dortmund, nicht vergleichbar mit Wolfsburg, Leipzig, Bayern und dergleichen. Mhm. Immer wieder hart an der Kante segeln. Was kann ich investieren? Was muss ich einnehmen? Das hängt davon ganz, ganz eng zusammen. Und deswegen, mich überrascht das nicht. Ich kenne diese Zahlen. Ich weiß, was wir können und was wir nicht können. Mich überrascht aber ein Stück weit immer, wo wir hingedrückt werden und wo wir sein müssten. Und wenn man das jetzt eben alles weiß, und wie gesagt, das sage ich jetzt schon seit längerem Zeitraum, dann ist das eben ein hartes Stück Arbeit, was wir tun. Das ist bei uns kein Selbstläufer. Bei uns muss alles funktionieren, damit wir erfolgreich sein können. Erfolgreich im Sinne der Menschen, die sagen, Gladbach gehört nach Europa. Das funktioniert nur, wenn alles auf Top-Niveau klappt. Wenn es nicht klappt, dann kämpfen wir gerade so, wie wir es tun. Deswegen, die Zahlen sind für mich neu. Wir haben ein Museum eröffnet am Freitag. Wir haben ein Hotel gebaut. Das baut sich auch nicht einfach so. Das kommt auch zusammen. Und das tragen wir als Verein zusammen. Es gibt Investitionen für die Zukunft. Das Fundament des Clubs, damit wir in 20 Jahren immer noch guten Fußball sehen können. Und es gibt die sportliche Seite. Und das geht bei uns Hand in Hand, aber eben enge Kante. Aber das heißt,
International ist ja eigentlich Pflicht, nein, oder? Ja, aber jetzt nur den Trugschluss. International ist Pflicht, ich schaff's nicht und muss abgeben und bekomme weniger Geld und sitze dann in 3 Monaten wieder hier und sage, warum nicht Europa? Das ist ein Kreislauf, der nach unten geht. Wir wissen, was wir können, deswegen haben wir ja solche Spieler wie Hazard, wie in der Vergangenheit Dahoud und Xhaka, wie heute Zakaria, wie in Jordan Lewis Bayer, wo wir sagen können, wie Nico Elvedi, wir haben eine Mannschaft, die werthaltig ist. Und wenn wir müssten, können wir relativ schnell Geld verdienen, wollen es aber nicht, weil wir erfolgreich sein wollen. Aber was wir gerade sagen, wir haben zum ersten Mal seit 8 oder 9 Jahren eine rote Zahl. Wir haben 8 oder 9 Jahre eine schwarze Zahl gehabt. Deswegen möchte ich jetzt bitten, eine rote Zahl nicht dazu zu nehmen, das Damoklesschwert hier an die Laterne zu hängen und sagen, wenn Europa nicht, dann bist du mal raus, dann werden wir Spieler verkaufen. So ist es in Gladbach nicht. Also braucht sich keine Angst machen. Wissen wir das auch schon? Also sportlich muss man natürlich sagen, ich glaube, hier hätte man ja mal wieder ein Polster von 10 Punkten. Ich glaube, das muss das Ziel dann sein. Das wäre auch der Anspruch als Spieler von mir selber zu sagen, hey, wir haben so viel Polster, das muss reichen für Europa. Das habt ihr zum Glück noch in der eigenen Hand. Ansonsten finde ich die Philosophie schon richtig, die Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren gefahren ist. Und sie haben halt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir halten Hazard und kaufen noch für Millionen Spieler dazu. Sie müssen aus den Dingen das Optimale machen. Das ist absolut legitim und in Ordnung. Ich habe die Summe gesehen, 3,64 Millionen, glaube ich. Ich habe ja schon mal gesagt, dann verkaufen sie halt den Busfahrer, dann haben sie es wieder drin. In der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit ist es so. Grundsätzlich, auch wenn das einige Male gehört hat, finde ich, muss man sagen, das ist ein grundsolider, ein topgeführter Verein, der sich über Jahre da etabliert hat. Alles andere als selbstverständlich, dass man überhaupt über Europa nachdenkt. Wenn man die Konkurrenz sieht mit Bayern, Dortmund, Leipzig und allen, die danach kommen, das ist eine Riesenleistung, was da geschehen ist, auch wie solide Gladbach dasteht, ob die mal 3 Millionen Verlust haben. Da träumen andere von. Köln, Hamburg, die ähnliche Möglichkeiten hätten, die versuchen, aus der zweiten Liga wieder hochzukommen. Und ich denke, das muss über allem stehen. Ich wundere mich oft, wie hoch das Anspruchsdenken im Umfeld ist. Und warum oft in Gladbach so eine relativ schlechte Stimmung ist und alle das Gefühl haben, wir müssten eigentlich Dritter sein. Ja, aber das ist ja einfach zu erklären aufgrund der Hinrunde. Und dann werden viele geblendet, logischerweise, weil du sagst, wow, die haben ja wirklich gedacht, die können um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Ihr standet vor Dortmund, glaube ich. Nee, vor Bayern, hinter Dortmund. In München gewonnen. Ja, genau, in München gewonnen, kommt auch noch dazu. Und dann denkst du als Fan, was ja nicht verkehrt ist, natürlich das Optimale. Na, du wünschst es dir ja dann. Du wünschst es dir. Und wenn du dann so relativ hart einbrichst, wie in der Rückrunde, dann ist es natürlich schwer zu verstehen für die Fans. Und dann kommen sie halt ins Stadion nach so einer ersten Halbzeit wie gegen Hoffenheim und dann nehmen sie die Finger in den Mund und pfeifen. Da müssen die Jungs jetzt durch. Ist auch übrigens ein Prozess. Man muss ja auch sagen, es war nicht ganz so extrem wie in diesem Jahr, aber in der Saison davor ist ja fast eine Doublette. Also man war in der Saison davor in der Hinrunde Sechster, hatte immer wirklich guten Kontakt zu den internationalen Plätzen und bringt es dann am Ende nicht ins Ziel, Platz 9 und spielt auch da nicht europäisch, obwohl das Umfeld, die Mannschaft und auch sicherlich Anspruch des Vereins. Aber dafür wird dir jetzt Rose geholt, dass das nicht mehr passiert. Genau, lass uns darüber gleich sprechen. Vielleicht liegt es auch daran, dass in den 70ern, weißt du das eigentlich, dass ihr mehr Meistertitel geholt habt als die Bayern damals? Ja, ja. Ich bin zwar erst geworden in den 70ern, aber mein Papa hat es mir erzählt. Stimmt, du bist ja noch so jung. Gut, der Papa. Also, glorreiche Vergangenheit gab es auf jeden Fall. Jetzt habt ihr auch ein Museum gebaut, um das zu würdigen. Aber wir haben ja eben schon gehört, du bist der Baumeister und musst natürlich auch an die Zukunft denken. Allen Unkenrufen zum Trotz, Max Eberl bereitet in Gladbach nicht seinen Abgang, sondern seine Zukunft vor. Eberl will der Architekt der Borussia bleiben. In der Rolle fühlt er sich sehr wohl und er ist hier angekommen. Er ist hier zu Hause. Er bleibt auch hier. Bayern München muss also ohne den gebürtigen Bayern planen. Eberl will lieber Mönchengladbach auf ein neues Niveau heben. Sportlich, in der Nachwuchsarbeit und mit einer hochmodernen Infrastruktur. Hotel, Museum, Erlebniswelt Borussia. Ja, das ist wirklich auf dem neuesten Stand. Es gehört einfach dazu, zu einem großen Verein. Kostet aber auch einen Haufen Geld. Schon im laufenden Geschäftsjahr rote Zahlen. Da sind die Kosten für die neue Erlebniswelt aber noch gar nicht verbucht. Gladbach wird also neue Einnahmen brauchen. Am besten durch Titel oder europäische Wettbewerbe. Was ein bisschen fehlt, ist Stabilität. Das müssen Sie durchhalten, dann werden Sie irgendwann wieder Meister werden.
Für Stabilität und eine neue Spielkultur soll nächste Saison Marco Rose sorgen. Der vielumworbene neue Trainer soll die Zukunft gestalten. Kaum ein Trainer seit Guardiola ist mit so viel Vorschusslorbeeren und Angeboten überschüttet worden. Und ich habe mich jetzt natürlich auch bewusst für diesen Verein Borussia Mönchengladbach entschieden, weil ich dort einfach Fußball spüre, weil ich Fanpower spüre, weil ich weiß, was der Verein für eine besondere Geschichte auch hat. Gladbach ist ein Kultverein mit legendärer Vergangenheit. Mittelmaß reicht also nicht. Rose soll die Borussia in eine Zukunft führen, die an die große Vergangenheit erinnert. Wir fragen, was hat dieser Marco Rose, dass alle Welt ihm alles zutraut? Herr Eberl. Was die Welt ihm zutraut, kann ich nicht sagen, aber ich kann nur was sagen... Was du ihm zutraust, ja. Genau. Ich kann ihm sagen, dass wir einen Trainer finden, der in Salzburg einen großartigen Job gemacht hat, der eine großartige Entwicklung genommen hat über die Jugendarbeit von Salzburg hin in die erste Mannschaft hinein, da jetzt zum zweiten Mal das Double holt. Großartiger Ansatz. Aber ich möchte an der Stelle mal sagen, ich hole jetzt keinen... Oder die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Marco Rose kommt und deutscher Meister wird, die ist nicht so groß. Also ich will jetzt damit nicht wieder Erwartungen... Ich will nicht Erwartungen schüren. Ich will einfach, und das habe ich auch auf der Mitgliederversammlung unseren Mitgliedern gesagt, ich will einfach eine neue Ansprache haben, ich will einen neuen Ansatz haben, ich will eine neue Grundidee haben, wie wir Fußball spielen wollen. Das haben wir jetzt sehr, sehr lange in eine Richtung getan. Dieter hat letzten Sommer schon einen Schritt getan. Und ich will auch mit der Entscheidung, sage ich jetzt nicht, der eine ist schlecht und der andere ist gut und der andere ist modern und der andere ist unmodern. Aber dann sag doch, was der Ansatz, was dir so gut gefällt. Ja, gut, welche Ansätze er hat. Dass er eine sehr große Aktivität hat im Spiel. Dass er trotzdem Fußball spielen möchte. Also es ist keiner, der jetzt nur die Pressingmaschine anwirft, was bei RB ja oft vorgeworfen wird. Man sieht es ja auch bei Leipzig gerade. Es ist weit weg von nur Pressing, sondern es ist viel mehr, es ist kompletter. Wir sind eine Mannschaft, die sehr, sehr lange über Ballbesitzfußball gekommen ist. Und wir ein Stück weit eben jetzt auch diesen neuen Ansatz wählen wollen. Eben mit dem Ballbesitz, den wollen wir beibehalten. Weil dann hast du meistens mehr Chancen, ein Tor zu schießen. Aber trotzdem eben auch eine neue Facette in unser Spiel zu bringen, wo ich glaube, dass sie dem Club gut tut, dass sie der Mannschaft gut tut. Die Mannschaft werden wir auch ein Stück weit über ein Jahr dann auch verändern müssen, weil ein neuer Trainer, Stefan hat es gesagt, hat neue Ansätze, neue Vorstellungen, was Spieler betrifft, was Stärken, Schwächen der Spieler betrifft. Mhm. Und da werden wir uns in Ruhe was versuchen aufzubauen, um eben nachhaltiger da oben zu bleiben, was ich gerade gesagt habe, was keine Selbstverständlichkeit ist, sondern was mit viel auch Schritten und Risiko zu tun hat. Und wie gesagt, jetzt so einen Trainerwechsel vorzunehmen, ist ja nicht alltäglich. Das merke ich ja gerade. Allenthalben wird man darauf angesprochen. Aber es ist für uns eben ein Schritt, wo wir sagen, der tut unserem Club gut. Aber dann sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Geht schon wieder an den Trainer, oder? Ist ja schon gewaltig. Aber das kann er nicht. Ganz ehrlich, Thomas, aber wenn diese Erwartungshaltung an Marco Rose ist, dann werden wir jämmerlich scheitern. Mit allem. Dann kann aber jeder Trainer, der nach Gladbach kommt, es könnte auch Guardiola kommen, dann würden wir scheitern. Weil wir haben eben nicht diese Möglichkeiten, wie andere sie haben. Wir versuchen, schlau zu sein, wir versuchen, kreativ zu sein. Deswegen machen wir diesen Schritt auch. Wir machen es, um nachhaltiger da zu bleiben, wo wir uns bewegen. Und nicht, um zu zeigen jetzt, Platz 5, schlecht, wir wollen besser. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Sondern es ist nachhaltig, einen neuen Schritt zu gehen, um einfach stabil da zu bleiben, wo wir gerade sind. Es hat einen Vorteil. Marco Rose ist für die Bundesliga eine neue Entdeckung. Es ist eine neue Entdeckung, ein neuer Trainer. Ja. Und ich glaube, dass sind alle bereit, auch sich überraschen zu lassen, auch Kredit zu geben vorweg. Kommt aus der Geschichte von Mainz, kommt aus dem Umfeld von Jürgen Klopp, hat wirklich jetzt methodisch, wie er gearbeitet hat, Erfolg geliefert. Und ich finde, ja, der Schritt ist nachvollziehbar. Für dich auch? Ja. Aber es ist schon wichtig, dass das auch kommuniziert wird. Geht jetzt immer so rum. Also ich finde es wichtig, Thomas, mit dem, was Max Eberl gerade gesagt hat, dass man kommuniziert, warum man das macht. Denn was die Platzierung angeht, was Hecking dort gemacht hat, die Mannschaft gerettet, vernünftige Platzierung erreicht, jetzt verbessert, das passt ja. Also insofern hat Hecking die Mannschaft ja sehr gut auf den Weg gebracht. Dann muss man näher dran sein, um zu wissen, warum das jetzt verändert wird. Aber er hat ja jetzt erklärt, was er möchte und dann... Ich finde, im Vorfeld sich rechtfertigen zu müssen, ist sowieso nicht gut. Mhm. Ich nehme ein Beispiel, und zwar Schalke 04, mal ganz weit weg. Die haben einen Trainer geholt mit Di Matteo, der davor Champions League gewonnen hat. Mhm. Und das hat nicht funktioniert. Sie hatten Jupp Heynckes, der in meinen Augen, wenn er die richtige Mannschaft hat, mit der beste Trainer ist, den Deutschland jemals hatte.
War auch auf Schalke. Hat gar nicht. Hat das auch nicht funktioniert. So, also die Garantie bekommst du nicht. Deswegen ist es sehr wohl ein schmaler Grat mit Rose. Aber ich kann diesen Schritt nachvollziehen, damit mehr Stabilität reinkommt bei Borussia Mönchengladbach in der Zukunft. Dass man eine Hinrunde spielt, die vielleicht nicht so überragend ist wie in diesem Jahr, aber gut ist und die Rückrunde auch gut ist. Ja, das also ist nicht Konstanz mehr diese extrem. Einfach, ne? Genau, Konstanz. Sehr gut, Thomas. Ja, wenn du so machst, weiß ich doch, was du wagen willst. Ja, das war so war es doch früher auch. Geh nach vorne, geh nach vorne, ich bin hinten zurück. Und pass auch nicht auf, oder wie war das? Ja, ja. Ich weiß nicht mehr. So, genau. So, wir haben auch mit ihm gesprochen. Wir haben ihn besucht, exklusiv, und haben ihn natürlich auch gefragt, wie er sich selbst beschreiben würde. Und das hören wir uns mal kurz an. Für mich ist es einfach ein unerlässlicher Faktor, zu versuchen, man selber zu bleiben und sich nicht zu verbiegen für irgendwelche Ziele, die man vielleicht selber hat, oder in einer übertriebenen Art und Weise versuchen, Dinge durchzudrücken, die, wenn du es richtig angehst, sowieso kommen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Wenn du ständig fest bist und wenn du versuchst, dich irgendwo irgendwie durchzuschlängeln, glaube ich, geht auf Dauer immer in die Hose, sondern bin überzeugt davon, wenn man persönlich seinen Weg geht, versucht dabei relativ anständig zu sein, dann kommt man auch irgendwann ans Ziel. Und wenn es nicht so ist, dann hat es wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe. Also es war wirklich in Salzburg, falls Sie sich gewundert haben, wegen der Mainzer-Fahne, die hängt wirklich bei Ihnen zu Hause. Er scheint sehr für den neuen Verein zu brennen, wie man an der Wanddeko sieht. Aber es ist, die wichtigste Aussage war aber, ich lasse mich nicht verbiegen, oder? Ja, und das sind seine fußballerischen Wurzeln, alles gut. Hm. War das bei ihm zu Hause? Ja, ich würde nochmal mit ihm sprechen. War das bei ihm zu Hause? Ja. Bist du sicher, dass du Max, bist du sicher, dass du mich so unterschrieben hast? Aber für eine Fahne muss noch Geld drin sein, die würde ich ihm schicken. Also ich glaube, er sitzt aber. Ich glaube, er sitzt auf einer Borussia Mönchengladbach-Decke. Ja. Die sieht man noch nicht auf der Couch. Nein. Bei dem roten Couchstuhl, ne? Rot, ja. Gladbach und Rot. Mann. Nein, grün. Über Stuhl war rot. Du müsst ihn noch ausstatten, aber er scheint ein guter Trainer zu sein. Wie ist der Austausch mit ihm schon? Wie rege? Ja gut, dass wir telefonieren und dass wir uns hin und wieder auch sehen, soweit es eben die Aktualität zulässt, auch bei ihm. Aber ja, wir reden sehr, sehr intensiv. Wir müssen den Kader für die neue Saison planen. Wird Zeit, ne? Naja, Transfermarkt ist noch relativ ruhig. Ich muss erstmal Geld verdienen, haben wir auch schon gehört, bevor ich ausgeben kann. Schritt für Schritt. Okay, lass uns noch mal einen Spot machen, dann drehen wir noch mal weiter. Lieber Ingwerin Haas, das wieder, ja. Was soll Max machen? Sozialarbeit? Nein, alles okay. Ich habe genug zu tun, danke. Ich brauche keine weiteren Angebote. Das ist okay. Wie groß ist denn die Gefahr, wenn man keine Bundesliga-Erfahrung hat? Bei Marco Rose in dem Fall, meine ich. Ja gut. Oder ist die Chance größer? Wie würdest du es Ja, also ich gehe erstmal positiv an die Sache ran. Also kommt ein Trainer, der unverbraucht ist, der gern was bewegen möchte, der was reißen möchte. Der Bundesliga kennt, weil er selber da gespielt hat. Also genau. Er kennt natürlich schon die Bundesliga. Als Trainer ist es ein Stück was Neues, aber da mache ich mir keine Sorgen. Und ich habe auch keine Gedanken daran, dass es nicht gut gehen kann. Ich muss darum werben, das wird meine Hauptaufgabe sein, Zeit zu bekommen, damit er das, was er sich vorstellt, den Ansatz des Fußballs, der schon ein Stück weit anders ist, als den wir bisher gespielt haben, auch zu implementieren. Wie groß war denn die Konkurrenz? Es ging ja relativ schnell, als du gemerkt hast, so da ist vielleicht eine Möglichkeit. Ne? Ja, dass wir in Deutschland ein Stück weit neue Trainer auf dem Markt haben, das ist so. Also Dominik. Man hat seinen Namen ja auch bei anderen Vereinen mal gehört. Ja, ist ja auch berechtigt. Also ist ja schön, wenn du einen Trainer aus Deutschland hast, der so einen Weg gegangen ist und einen guten Job macht, dass er da seit, wie gesagt, 2 Jahren in der Jugend, 2 Jahre im ersten Mannschaft von Salzburg, dass der natürlich gefragt ist bei dem Situation, die wir gerade im deutschen Trainermarkt haben, wo der sich, glaube ich, ein Stück weit verändert auch. Aber so auch verändert, dass ein junger Trainer einen Job hat. Und wenn er nicht gut ist, ist er schon weg. Das gab es früher nicht. Da hast du als Trainer schon 3, 4, 5 Jobs gehabt. Also es ist ein veränderter Trainermarkt momentan. Und das ist klar, dass Marco Rose, dachte ich, eben bei einigen Vereinen auch auf dem Zettel stand. Musstest du eigentlich auch Ablöse zahlen für ihn? Ist ja bekannt. Wie viel? Das ist nicht bekannt. So, wir müssen gleich nochmal eine Frage kriegen, Max, noch. Ja? Die Gerüchte von Bayern München reißen ja einfach nicht ab. Wir machen auch kurz ein bisschen Abstieg und nach uns wie immer Pur Landstein, Laura Papendick ist ihre Gastgeberin. Bayern von Adel und Benz.
Max Eberl macht's vor, wie man sich Kritik auch stellt. Oder auch Fragen, die man vielleicht nicht beantworten möchte. Gerüchte um Bayern München gibt es immer wieder. Wann gehst du denn jetzt dahin? Bleibst du gleich hier? Max, weißt du, welche Frage ich mir stelle? Bei ich versuche mal nachzuhaken. Ja, bei deinem engen finanziellen Rahmen, wenn ich dann sehe, FC Bayern dieses Jahr über 700 Millionen Euro Umsatz, warum reizt sich das nicht, wirklich mal aus dem Vollen schöpfen zu können, mit einer richtig großen Mannschaft zu arbeiten? Also ich glaube, dass das, also das natürlich reizt es, auch mal gestalten zu können, also Möglichkeiten zu haben, wobei ich aber nicht sage, dass es leichter ist. Also ich hatte damals sehr, sehr viel Geld, nachdem Marco Reus verkauft worden ist, und ich wurde dann in einer Zeitung als Dagobert Duck gehandelt, habe so ein bisschen, also nicht vom Aussehen, sondern wegen dem Geldkoffer, bitte. Ne? Nein, das haben wir auch so verstanden. Ja, du hast anders geschaut. Ja. Ich habe mir das Bild gerade vorgestellt. Und da habe ich schon gemerkt, das ist schon kompliziert, weil natürlich ganz andere Dinge auf eine Rolle spielen. Und, aber ja, natürlich reizt das, aber mich reizt auch Mönchengladbach, weil das, was man gestaltet hat und was eben auch Günter Netzer für ein Lob gegeben hat, das ist auch besonders, das muss ich fairerweise sagen. Natürlich würde ich auch gerne gewinnen, wie wir alle. Aber das, was wir da in Gladbach auf die Beine gestellt haben, da muss ich sagen, da ist man auch ein Stück weit stolz drauf. Aber jetzt ist der FC Bayern ja auch gerade in der Führungsetage im Umbruch. Also Karl-Heinz Rummenigge wird perspektivisch aufhören, Oliver Kahn wird einscheren. Da müsste doch eigentlich ein Platz für dich sein. Würdest du ausschließen, dass du 2020... Wir geben nochmal alles hin. Würdest du ausschließen, dass du 2020 nicht in München bist? Heute ja. Also auch hier hat man ja nicht die Garantie, wenn man viel Geld zur Verfügung hat, dass das automatisch läuft und erfolgreich ist. Also das ist ja auch Druck. Nein, aber besonderer ist auch eine Frage. Als Spieler war es eine Anerkennung, ist auch für ihn eine Anerkennung, dass er einen guten Job immer gemacht hat, oder? Ja, mega. Und er hat da gerade was aufgebaut, auch mit dem Hotel jetzt, mit dem Museum. Ich glaube, warum sollte er das aufgeben? Aufgeben kann er das in 10 Jahren auch noch. Der FC Bayern hat auch gerade ein Hotel in der Innenstadt, also von daher kann er da Erfahrung mitbringen. Aber also wenn es um den Job an der Rezeption geht, ja okay, aber... Wo? Für dich? Nein, am Hotel meine ich, weil du sagst, das Hotel ist ja nicht das Entscheidende. Aber ich könnte mir wirklich sehr, sehr gut beim das FC Bayern ist ja auch vorstellen. Das, was er bei Gladbach gemacht hat, da ist er ja auch stolz drauf. So, und er ist noch jung. Wie alt bist du? Zu Recht. 45. Ja, 45, Mai. Der hat noch 20, 30 Jahre in dem Geschäft vor sich. Arme Sau. Mein Herz, das nicht. Lass uns mal so. Also in 30 Jahren ist er eher prädestiniert für die FIFA. Du weißt doch, da sitzen die 70-Jährigen. Ja, oder im Keller in Köln. Da sind wir auch über 70. Ja, Max, ist eigentlich... Komm, eine letzte Frage dazu noch. Ist eigentlich eine Ehre... Wenn man das hört, man wird in Bayern München Verbindung oder nervt es sich langsam mit, wirklich? Also jeder Mensch hat eine gewisse Eitelkeit. Ich glaube, dass ich relativ uneitel bin, aber natürlich, wenn du mit dem größten deutschen Club in Verbindung gebracht wirst, dann ja nicht wegen irgendwas, sondern wegen einer guten Arbeit, dann ist das immer Ehre. Als Spieler hat es nie gereicht, ansatzweise mit Bayern München in Verbindung gebracht zu werden, höchstens mit den höchsten Niederlagen gegen Bayern. Ja. Wenn man jetzt eben einen guten Job macht, dann ist das schon schön. Aber wie gesagt, du hast mich gefragt, 2020, es gibt keine Anfrage, es gibt keine Wahl, die ich habe. Und ich habe einen großartigen Arbeitgeber, wo ich mich sehr wohl fühle. Wäre ein guter Mann für Bayern? Mit Sicherheit irgendwann mal. Aber ich glaube, dass das noch nicht zu Ende ist, was er da gerade angefangen hat. Okay, gut. Ruth? Ja? Bin durch. Sehr gerne. Wir haben heute so viel über Geld gesprochen, aber das Phrasenschwein habt ihr ein bisschen verhungern lassen. Da legen wir jetzt noch wir haben uns so nach. Also Spenden wie immer. Und an dieser Stelle danke an Wolfgang Oberpenning, an Peter und Patrick Maschewski vom Fanclub Gipfelstürmer Kastrop 99 und an die ITH Bulls Launstein. Check 24 verdoppelt wie immer die Spenden. Dankeschön. Für Sie, liebe Zuschauer. Der Hinweis, bei uns im Fan-Talk Dienstag, Mittwoch gibt es wieder alle Analysen zum Spiel und die Partien, die Halbfinals live sehen Sie bei den Kollegen von The Zone. Und ja, also Champions League schaffen die Dortmunder, das ist schon mal klar. Aber was fehlt dem BVB im Titelkampf, haben wir gefragt in unserer Frage der Woche. Und da gibt es jetzt noch Ihre Antworten am Dopaphon. Die Defensive bei Dortmund ist einfach zu schwach. Das, was die Offensive leistet, verspielt hinten die Defensive. Dortmund ist halt leider noch nicht reif für eine deutsche Meisterschaft. Das ist eine junge Mannschaft, aber ich glaube, für die Zukunft werden sie vielleicht doch den einen oder anderen Titel gewinnen. Die Mannschaft hat keinen Siegeswillen. Die hat keinen Willen, die Meisterschaft zu holen. Eine Mannschaft, die Meister werden will, tritt anders auf. Die Meisterschaft wird erst nach 34 Spieltagen entschieden und die Dortmunder haben immer noch eine Chance zu gewinnen.
Borussia Dortmund fehlt die Erfahrung, die Mannschaftsgefüge, das ist eine relativ junge Truppe. Dortmund fehlen einfach Typen, Meistertypen. Ja, und Roman Bürki mit dem Patzer konnte sich auch nicht mehr einreihen in das Ranking der Weißen Weste. Der liegt da auf Rang 6. Wir zeigen Ihnen mal, wie sich das momentan gestaltet. Peter Gulacsi, obwohl er dreimal hinter sich greifen musste, zuletzt hat immer noch die meisten zu Null-Spiele. Jan Sommer sehen wir da auch von Gladbach. Einer, der aber in dieser Saison am allermeisten hinter sich greifen musste, das ist Ron Robert Zieler. 69 Mal nämlich, und er hat auch wieder gegen die Hertha hinter sich greifen müssen. Wir sehen das 3:0 von Kalou. Das wollen wir zum Abschluss Ihnen noch mal, ja, darbieten. 3:1 ging es aus. Und da vielleicht noch mal kurz die Frage an euch, wie sich der Abstiegskampf denn jetzt so gestaltet? Einfache Frage. Spannend. Spannend, ne? Alles ist noch möglich. Nein. Oder am 34. Spieltag wird abgerechnet. Das hat der Kollege gerade am Telefon schon reingeschmissen. Völlig zu Recht. Also wir gucken nochmal aufs Restprogramm hier. Wer hat es am vermeintlich leichtesten? Ja, durch die Punktabstände ist das eigentlich erledigt. Ja. Also Stuttgart spielt Relegation, die anderen beiden steigen ab. Ja. Es ist gegen wen Relegation? So. Gegen HSV nicht? Das ist eine spannende Frage. Besprechen, ne? Ja. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Fragen. Glaubst du, was mit seinem Torwart ist? Der geht zu Barcelona, ne? Als zweiter Torwart ist er zu schade. Sagt er das auch? Die haben ja schon einen Torwart auf Lager. Ich wollte gerade sagen, irgendwann wird es langweilig, wenn sie alle unsere Torhüter holen. Die können auch nur ein Spiel lassen. Scheint aber gut zu funktionieren, ne? Aber das ist erstmal, wenn es so wäre, wäre es große Reputation für einen Torhüter. Und, kann man verstehen, ne? Eventuell. Aber wie gesagt, ich glaube, sie haben mit Marc-André ter Stegen einen herausragenden. Sie hätten mit Jan Sommer dann auch noch einen tollen, aber ja, deswegen glaube ich nicht, dass Jan da hingeht, sondern er wird in Gladbach bleiben. Max, alles Gute. War wie immer ein Vergnügen mit ihm, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, immer da, beantworte alle Fragen. Viel Glück. Danke. Für die restlichen zwei. Heute guckst du wahrscheinlich auch ein bisschen Leverkusen, Frankfurt, klar. Danke an euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder wenn Sie wollen, Fanclub, Dienstag und Mittwoch. Jetzt übernimmt Laura. Also, viel Spaß mit Pur Landstand. Prost. Cheers. Cheers.